Ich hoffe, dass diejenigen, die des Russischen oder Ukrainischen nicht mächtig sind, sich einen Kopfhörer besorgt haben. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserer Diskussion heute Abend Euromaidan, Momentaufnahmen aus der Ukraine. Die Zeiten könnten bewegter nicht sein. Hätte man vor einem halben Jahr eingeladen zu einer Veranstaltung zur innenpolitischen Situation der Ukraine, wären zum einen sicher nicht so viele Menschen gekommen und zum anderen hätte es wohl einer ausführlicheren Einleitung bedurft. Ich glaube, darauf können wir heute Abend gut und gerne verzichten. Die meisten von Ihnen sind sicher, was den äußeren Ablauf der Ereignisse anbetrifft, bestens informiert über die Medien, über alle möglichen Quellen. Und darüber hinaus lässt sich ja eigentlich feststellen, dass sich die Zahl von Ukraine-Experten und Expertinnen in Deutschland in den letzten Monaten inflationär vergrößert hat. Wobei es viele gibt, die sehr, sehr genau wissen, was in der Ukraine vor sich gegangen ist oder vor sich geht. Wir freuen uns hier heute Abend vier ukrainische Gäste zu Besuch zu haben, die uns über ihre persönlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen berichten können von dem, was in ihren Augen, in ihrer Wahrnehmung in der Ukraine geschehen ist und was wir hier unter das Schlagwort Euromaidan gestellt haben. Ich begrüße ganz herzlich Jewgenia Belarusiec. Sie ist Fotokünstlerin und Autorin aus Kiew. Ich begrüße Andrei Ljubka, Schriftsteller, Dichter und Übersetzer aus Uschgorod. Ich begrüße den Historiker und Publizisten Andriy Portnov aus Dnipropetrovsk. Und ich begrüße Kirill Savin, man könnte sagen bekannt aus Funk und Fernsehen und im Nebenberuf Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew. Herzlich willkommen. Jewgenia und die beiden Andris haben Texte zu einem Buch beigesteuert, das der Verein ukrainischer Übersetzer Translit e.V. und der Verlag Edition Fototapeta als eine Art Flugschrift im Eilverfahren produziert und herausgegeben haben. Das Buch Maidan, Ukraine, Europa, das wir mit dieser Veranstaltung heute Abend vorstellen wollen, ist ein, wie ich finde, bemerkenswertes Buch geworden und ein zeitgeschichtliches Zeugnis. Es ist auch eine Art Dialog zwischen Europa und der Ukraine, weil es sind viele Stimmen versammelt, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus verschiedenen Ländern der EU. Und ich möchte es Ihnen wärmstens ans Herz legen, dieses Buch. Sie können es da vorne für 9,90 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, kaufen. Und beiden Verein und Verlag möchte ich in Person von Claudia Date, Sophia Onufriev und Andreas Rostek ganz, ganz herzlich für diese Initiative danken. Die Deadline für die Texte dieses Buches war, glaube ich, der 19. Februar. Das ist von heute aus kaum 3 Wochen her. Und doch scheinen die Texte schon wieder aus einer anderen Zeit zu stammen. Am 19.02. wusste noch niemand, womit der Massenprotest gegen Janukowitsch enden würde und kaum jemand konnte die de facto Annexion der Krim durch Russland vorhersehen. Es haben sich also schon wieder neue, vielleicht noch größere Probleme in den Vordergrund geschoben, über die wir hier heute sicher sprechen werden. Allen voran natürlich die Krise um die Krim. Und dennoch haben die Berichte über das Wesen und den Sinn des Maidan nichts von ihrer Aktualität eingebüßt und sie bilden natürlich auch den Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung. Deshalb
wollen wir uns heute darauf konzentrieren, in erster Linie zu verstehen, was ist eigentlich das Wesen dieser ukrainischen Protestbewegung? Wer sind die Menschen, die auf den Maidan gekommen sind? Wer hat sie dorthin gebracht? Was sind ihre eigenen Antriebe? Welche Motive? Warum gehen Hunderttausende auf die Straße für so etwas Trockenes wie ein EU-Assoziierungsabkommen oder gar ein Freihandelsabkommen? Was passiert im Westen, im Zentrum, was im Osten der Ukraine? Wie verlaufen heute die ukrainischen Diskussionen? Und natürlich die Frage, die hier und nicht nur hier leidenschaftlich diskutiert wird und politisch eine in Deutschland herausragende Rolle spielt, wie rechts, wie nationalistisch ist eigentlich nicht nur der Maidan, sondern die Protestbewegung oder gar die Ukraine insgesamt oder die ganze Westukraine. Es gibt ja hier alle möglichen Rahmenstellungen für diese Frage. Wir werden hier zunächst vier verschiedene Perspektiven auf diese Frage hören, auch dann die Gelegenheit haben, hier vorne nochmal aufeinander zu reagieren. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass bei vielen von Ihnen selbst sich Fragen angesammelt haben, und natürlich wollen wir dafür auch viel Raum geben für eine ausführliche, offene Diskussion. Beginnen wollen wir mit Zhenia Belarusits. Zhenia hat als Fotokünstlerin Bilder mitgebracht aus Kiew vom Maidan, und an Sie die Frage, wer sind eigentlich die Menschen des Maidan? Danke. Ja, die Menschen. Es ist eine sehr schwere Frage für mich, weil es gibt auf die eigentlich keine Antwort. Es gibt keine bestimmte Gruppe von Menschen, die auf Maidan sind. Diese Menschen sind sehr schwer zu definieren. Schon am Anfang an, als diese Bewegung begonnen hat, hat man sofort bemerkt, es gibt keine ideologische Einheit unter den Menschen, die auf Maidan sind. Es gibt keine soziale Einheit, keine, keine Einheit, was ihr Alter oder ihre Situation angeht. Es sind ganz verschiedene Menschen. Ich zeige jetzt einige Bilder aus meiner Fotoserie und versuche, diese Antwort zu entwickeln. Was für mich als für Fotografin wichtig war, aber sie sind nicht zu sehen. Entschuldigung, technische Hilfe. Danke. Was für mich als für Fotografin hier wichtig war, ich wollte zeigen, wie viel eigentlich was für die Menschen diese Aktion bedeutete. Meine Fragestellung war nicht... Моє основне питання було не те, що це за люди, а чим вони сплачують. Eigentlich schon am Anfang an, schon im November, haben sie sehr viel bezahlt. Maidan-Bewegung begann nicht, also diese richtige starke Bewegung, begann nicht mit der Frage über EU-Assoziierungsabkommen. Es ist ein Fehler. Sie begann mit der Aggression des Staates gegen die studentische Protestierende, die wirklich für EU-Zukunft der Ukraine im Zentrum von Kiew versammelt waren. Es passierte am Ende von November. Am 30. November waren sie zerschlagen, ganz brutal zerschlagen. Und danach schon fand eine riesen Protestaktion statt auf Maidan, wo ganz unterschiedliche Leute waren, und sie waren da, weil sie plötzlich gespürt haben, sie können nicht mehr schweigen. Und seitdem herrschte auf Maidan, seitdem entstand Maidan als Bewegung. Diese Bewegung, wie ihr schon vielleicht vorstellt, hatte keine klaren politischen Ziele am Anfang. Vielleicht EU-Assoziierungsabkommen, vielleicht auch eine Machtänderung in der Ukraine. Der Wunsch aber, Macht in der Ukraine zu ändern, war nicht besonders stark oder klar am Anfang der Proteste.
Also auf diesem Bild seht ihr eine Szene aus dem besetzten Rathaus von Kiew. Und was ich hier zeigen wollte, schon am Anfang Dezembers, überall in Kiew starteten ganz intensive politische Diskussionen, was eigentlich in der Ukraine nicht so der Fall ist, nicht üblich war. Plötzlich wurde Politik überall zu sehen, zu hören, zu spüren und insbesondere auf diesen Protestplätzen. Die Leute verbrachten Tage und Nächte auf Maidan. Sie verbrachten Tage und Nächte in schlimmsten, schlechtesten, unerträglichsten Bedingungen. Es war immer kalt, es gab keine besondere Luxus, nein, nicht nur Luxus, es gab keine normale Bedingungen für den Alltag auf Maidan. Und trotzdem waren die Menschen da. Darauf, auf die Armut dieser Bewegung, wird überhaupt keine Aufmerksamkeit gelenkt. Was für mich aber sehr wichtig ist, über diese Obdachlosigkeit dieser Bewegung zu sprechen, auch in meinen Bildern. Es waren Opfer gemacht, um auf Maidan zu sein, auch in der friedlichen Zeit. Die Leute waren aber sehr glücklich da. Es war so eine Bewegung mit viel Euphorie, mit viel Selbstverliebtheit. Warum? Weil es gab so eine riesen Entfremdung von den Politikern der Ukraine und plötzlich die Leute spürten, sie können etwas sagen, sie können etwas bewegen und ich denke, das hat einfach die Stimmung verändert. Es war teilweise auch die Stimmung der Orangen Revolution. So eine glückliche Karnevalstimmung, feierliche Stimmung auf der Straße. Ja, Rechte waren wirklich, wie ihr schon alle weißt und wie ihr schon bespricht, waren wirklich stark vertreten von Anfang an. Ich muss aber kurz sagen, dass es keine Rechte im deutschen Sinne waren. Vielleicht später besprechen wir diese Frage mehr. Ich möchte mich nicht darauf konzentrieren. Ja, auf diesen Fotos geht es mir um... um diese Seite der Arbeit, der Menschen, um Alltag und um die Bedingungen dieses Protests. Was nur eine, ja, es steht besetzt, ja. Was hat begonnen mit einer Opferung des Komforten, bequemen Alltag hat sich vollendet mit Opferung des Lebens. Und das war eine Riesenveränderung, die auf Maidan passierte. Und ja, für mich ist diese Veränderung auch jetzt nicht ganz, ganz gut zu verstehen. Was bedeutet das für die Menschen? Welche Folgen wird es haben? Was wird passieren? Die Polizei noch im Dezember, ich habe dieses Foto im Dezember gemacht, war ziemlich traurig. Polizisten oder Berkut-Einheiten schienen nicht besonders aggressiv zu sein und ich habe mit mehreren von denen gesprochen, sie wollten überhaupt nicht die Menschen attackieren. Sie haben gesagt, sie sind gezwungen, gegen die Menschen aufzutreten. Die Radikalisierung der Proteste hat diese Beziehungen verändert. Ja, mein letztes Foto zeigt eine Person, die mit Aufkleber bedeckt sind. Ich bin hier nicht für Geld. Diese These war eigentlich sehr wichtig für Maidan, weil bei uns sehr viele Proteste in der Ukraine eigentlich die bezahlte Proteste sind. Und diese Euphorie des Aufstands und dass die Leute plötzlich verstanden haben, dass sie es wagen, ihre Zeit der Politik zu geben oder der Zukunft des Landes zu geben, war für diesen Protest, ich denke, sehr wichtig. Ja, ich denke, wir werden viele weitere Fragen noch später besprechen. Danke. Andriy Portnov, Zhenia hat gerade erzählt, dass die meisten oder dass die Menschen mit ganz unterschiedlichen Ideen, politischen Vorstellungen und so weiter auf den Maidan gekommen sind. Zugleich
nennt sich die Bewegung Euromaidan. Auslöser in vielen waren der studentischen Proteste zu Beginn, war die Absage, die urplötzliche Absage an das EU-Assoziierungsabkommen. Und in der medialen Kommunikation hat sich sehr stark festgesetzt, es geht um eine Entscheidung der Ukraine zwischen Westen, der EU und Osten, Russland. Das andere, was sich aber festgesetzt hat, ist ganz viele, angeblich sind ganz viele der Protestierenden Nationalisten, ja, und sogar schlimmer Rechtsradikale. Und Rechtsradikale haben ja nach unserem Verständnis einige Probleme mit europäischen Werten oder mit denen, was wir mit europäischen Werten assoziieren. Welches Klischee sozusagen ist richtiger? Das Klischee ist überhaupt richtig. Okay. Okay, meine Damen und Herren, ich muss so sagen, vor einiger Zeit hatte ich leider fast keine Möglichkeit, ukrainisch im Publikum zu reden, sondern nur Englisch, zum Teil Polnisch und Russisch. Und vielleicht, ich bitte um Verständnis und Entschuldigung, heute nehme ich diese Möglichkeit ein bisschen, mindestens am Anfang, auf Ukrainisch zu sagen. Ja. Ich sehe kein Problem, ich sehe keinen Widerspruch darin, dass Maidan in Kiew als Euromaidan bezeichnet wird. Und das war ja schon richtig von Evgenia gesagt. Assoziierungsabkommen, weder das noch irgendwelche technischen Details, die mit diesem Abkommen verbunden sind, waren keine Grundmotivation des Aufstandes. Auch heute sind sie nicht die wichtigste Motivation für. Ich denke jedoch, wichtig, existenziell ist bei diesen Protesten, dass ich würde das ganz einfach nennen, das ist die Mythologie Europas. Positiv, da ist, unterstreiche ich, positive Mythen über Europa, dass Europa ein Platz für Demokratie, freie Bewegung, die Rechte der Menschen und nicht nur, dass hier Gerichte gerecht sind, dass die Polizei unabhängig ist und all das, was nach sowjetische Ukraine die ganze Zeit der eigenen Entwicklung innerhalb von 20 Jahren nicht hatte. Das ist Mythos des Europas. Und das ist sehr ähnlich zum Mythos in Europa, in anderen europäischen Ländern, in Polen, in Slowakei und in baltischen Ländern. So war die Situation auch in diesen Ländern. Es gibt eine riesengroße Kluft zwischen dem Text des nicht unterschriebenen Abkommens und den Erwartungen und Träumen der meisten Ukrainer. Ich sage das ganz mutig, der meisten Ukrainer. Es gibt sicherlich einen Teil, das ist zum Teil das Ergebnis von einem beschränkten Wissen über Europa, über die Europäische Union, über die eigenen Probleme, vor denen die Europäische Union steht und warum die Ukraine sehr, sehr schwer es haben wird, über den Beitritt zu träumen. Viele Politiker sagen die ganze Zeit darüber. Und nun mal ganz kurz, was die sogenannten Rechtsextremen betrifft. Ich habe selber schon in verschiedenen Sprachen darüber geschrieben. Es ist ein riesengroßer Fehler. Das war ja nun mal so und das ist immer noch in der Ukraine. Man kann sehr einfach eher über irgendwas urteilen und irgendwas unterschätzen.
Was hat denn die Partei Svoboda früher gemacht? Was haben die Aktivisten dieser Partei gemacht in der Ukraine? All die Jahre gab es ein Grundargument, die größte Gefahr kommt nicht von dieser Partei, sondern von der aggressiven russischen Politik. Es gibt sicherlich schon Beweise für und die sind heute immer noch so stark wie nie. Deshalb, warum sage ich das? Auf der einen Seite ist es nicht richtig, die Augen zu schließen und das Vorhandensein verschiedener, ich unterstreiche, verschiedener rechtsradikale Kräfte auf dem Maidan nicht zu sehen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht korrekt, jetzt zu denken, dass das größte Problem der Ukraine heutzutage oder das größte Problem des Maidans diese sogenannten Neonazis sind. Das ist nicht das größte Problem der Ukraine heute, auch nicht von verschiedenen Regionen, auch nicht der Krise, die wir in der Ukraine heute erleben. Ich spreche ganz offen. Ich denke sehr oft bei diesem Thema, wenn das in deutschen, britischen, anderen Medien vorkommt, das ist eine Mischung von bewussten Manipulationen und unbewusste Wiedergabe verschiedener kultureller Stereotype. Die russische Propaganda heutzutage ist sehr effektiv hier und in Russland, weil das ist nicht nur Propaganda, sie stützt sich auf ganz tiefe vorhandene kulturelle Stereotypen. Zum Beispiel des ukrainischen Antisemitismus und so weiter. Das ist, es gibt noch weitere Sachen. Ich mache hier jetzt mal Punkt. Wenn man die Frage so stellt, wie Walter das gemacht hat, warum Svoboda beispielsweise auch unter diesen proeuropäischen Parolen aufgetreten ist, die Antwort ist ganz einfach, weil diese europäische Mythologie ist und war auch das, was alle Leute auf dem Maidan zusammenbrachte. Deshalb gab es dort nicht mal die kleinste Struktur, die aktiv gegen Europa aufgetreten ist. Niemand hat sowas gesagt, weil das war klar, dass du einfach ein Außenseiter wirst, wenn du sowas behauptest. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich persönlich nehme an, dass das sieht man auch jetzt schon und das wird immer deutlicher. Die russische militärische Aggression in der Ukraine zufolge haben wir, dass diese unterschiedlichen rechtsradikale Kräfte in der Ukraine immer Einfluss gewinnen werden, wahrscheinlich zumindest unter einigen Schichten der ukrainischen Gesellschaft. Aber als Antwort auf die Ereignisse, die auf der Krim heutzutage passieren und vielleicht morgen in anderen Regionen der Ukraine. Das ist eine große Herausforderung, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Osteuropa schlichthin. Und das Letzte, eine wichtige These in diesem Kontext. Man darf nicht vergessen, das heutige Euromaidan hat stattgefunden, nicht mal 10 Jahre nach der Orangen Revolution. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die politische, wirtschaftliche und soziale System der Ukraine unterentwickelt war. Die entspricht überhaupt nicht den Erwartungen der Bevölkerung und den Herausforderungen der modernen Welt. Das heißt, das System hat einfach nicht mehr funktioniert. Schon zum zweiten Mal innerhalb von knapp 10 Jahren. Und die neue Macht, die wir jetzt haben, ich finde, diese Regierung, das ist eine vorübergehende Regierung. Und die Macht in der Ukraine muss endlich, finde ich, etwas mit diesem korrumpierten System machen, weil so eine zweite Massenbewegung innerhalb von 10 Jahren, ich weiß nicht,
was kann man noch machen? Das ist doch ein ganz deutliches Signal, dass die Ukraine ein neues Modell braucht für den Staat, für die Wirtschaft, für Sozialpolitik, für Kulturpolitik, für Bildung und so weiter und so fort. Diese Riesenherausforderung, dieser Euromaidan, ist eine Herausforderung für alle, für Linke, für Rechte, für prorussische, proeuropäische, aller Couleurs. Und wir werden sehen, welche Antwort sie uns geben. Ljubka, Sie kommen aus Uschgorod in den Karpaten, ganz im Westen der Ukraine. Ich möchte Sie fragen nach dem Ost-West-Verhältnis. Wie ist Ihr Blick auf den Osten der Ukraine? Ich habe gestern einen ganz frischen Text von Ihnen gelesen zur Krim-Frage. Darin haben Sie bewusst provozierend wahrscheinlich gesagt, komm, lasst uns die Krim doch einfach hergeben, dann sind wir ein großes Problem los und können uns endlich auf unsere eigenen ukrainischen Kernaufgaben sozusagen beschränken. Wie ist denn dieser Text aufgenommen worden im Internet? Guten Abend. Vor allem möchte ich damit beginnen. Ich möchte auch mit Maidan beginnen, weil ich glaube, das ist ganz klar. Wenn Maidan nicht gewonnen hätte, dann wäre Russland heute nicht auf der Krim. Das bedeutet, das, was auf dem Maidan passierte, hat zur Folge, dass Russland heute auf der Krim ist. Und Ursache oder Grund für Maidan, meiner Meinung nach, war das, was André schon sagte. So, dass die neue Generation der Ukrainer, nicht nur junge Leute jetzt gemeint, sondern die neue Gesellschaft der Ukrainer, dass diese Menschen schon so moderner geworden sind. Sie konnten mit dieser Regierung nicht mehr zusammen existieren in einem Staat. Sie konnten es nicht mehr dulden. Das ist wie eine Infektion, die in Blut kommt. Entweder der Körper stirbt daran oder es gibt eine Immunität und die Krankheit wird besiegt. Die sowjetische Ukraine, ich glaube, in diesem Buch über Maidan, darüber schreibe ich auch, in 20 Jahren gab es eigentlich keine richtigen Veränderungen in der Ukraine. Die Sowjetunion ist ja zusammengebrochen, aber die Ukraine ist eigentlich ukrainische Sowjetrepublik geblieben. Jedes Wort ukrainisch, sowjetische und sozialistische und Republik, alle diese vier Worte, ist gelogen. Das ist falsch, das war eine Fiktion. Es hat sich wirklich nichts verändert, grundsätzlich. Um im Schwimmbad zu gehen, brauchen Sie ein Attest von einem Dermatologen. Sie müssen eine Schlange stehen, Sie müssen diesen Attest bekommen, dann gehen Sie zum Schwimmbad. Und dieses Attest ist gültig innerhalb einer Woche, das heißt, in der nächsten Woche müssen Sie wieder. Das ist ein Gesetz aus dem Jahre 1976. Es hat sich nichts geändert, nichts verändert. Aber diese Gesetze haben auch nicht so richtig funktioniert. Der Staat war eine Illusion. Alles wurde für Geld gemacht, also Schwarzgeld. Man konnte alles kaufen. Gesetze haben nicht mehr funktioniert. Es funktionierten kriminelle Sitten eigentlich wie in einer primitiven Gesellschaft. Ne? Es gab Volk und eben die höhere Kaste. Und die nationale Würde oder die Frage der ukrainischen Identität, sie waren ganz hinten. Also der Hauptkonflikt war zwischen Janukowitsch als einem Symbol
für diese sowjetischen Führer. Und jetzt, wenn man seine Residenzen besichtigen kann, wenn man seine goldenen Bilder sieht und goldenes Brot, das über ein Kilo wiegt, er hat das von jemandem geschenkt bekommen. Wenn wir sehen, er hatte ein extra Zimmer, wo er seine Medaillen aufhängte. Also das ist ein Mensch, der zweimal im Gefängnis war. Und in einem Land, Fiktion, hat er sich einen Professorentitel gekauft, er hatte auch einen Akademikertitel gekauft, alle diese Dokumente hat er ja. So war diese Gesellschaft. Also er auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Leute wie wir hier auf der Bühne. Und diese Menschen konnten einfach das nicht mehr dulden. Diese sowjetische Bonzen konnten sie einfach nicht mehr ertragen. Deshalb kam es zu dieser Revolution. Als Maidan gewonnen hat, die Frage der Ukraine und dieser Infektion ging weiter, sozusagen. Also das heißt, diese Infektion infizierte, beziehungsweise Russland infizierte sich damit. Ne? Und dann musste man in Russland auch etwas machen. Entweder man muss anerkennen, okay, Janukowitsch, den wir so lange unterstützt haben, der war kein Führer, der war ein Diktator. Und dementsprechend Putin ist auch ein Diktator. Oder man muss diese Regierung verurteilen und Maidan verurteilen und eine Illusion von einem Konflikt zu schaffen. Ich komme aus dem westlichsten Gebiet der Ukraine. Also als ich aufgewachsen bin, habe ich beobachtet, wie man sozusagen innerhalb der Ukraine, aus dem Osten der Ukraine, einen Feind gemacht hat. Ne, man konnte das sehr gut bei den Wahlen auch sehen. Ich gehöre zu euch, ich bin ein westukrainischer Politiker, dann bekommst du 10 Millionen Stimmen. Wenn ich sage, ich bin für die russische Welt, ich spreche Russisch, dann bekommst du dort 10 Millionen Stimmen. Das heißt, du brauchst kein politisches Programm, du musst keine Reformen durchführen. Du manipulierst nur mit den Menschen, mit den Meinungen, mit irgendwelchen Ängsten. Ich kann mir nichts Idiotisches mehr vorstellen als die Feststellung der russischen Propaganda, dass eine Macht in die Ukraine kommt und verbietet jemandem, seine Sprache zu stellen. Das kann man sich im 21. Jahrhundert nicht mehr vorstellen, aber diese Propaganda funktioniert. Ich finde diese neue ukrainische Gesellschaft, die Ukrainer des 21. Jahrhunderts und Russland Ende des 19. Jahrhunderts, also das ist der Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen. Auf der Krim sind ja schon sehr lange diese Truppen stationiert, aber es gab keine Invasionen, es gab keine Grenzüberschreitungen. Die Russen waren immer da, russische Militär. Was heißt es? Krim liegt ja am Meer, ne? Also man kann vielleicht mit Fischen kämpfen, aber sonst mit wem denn? Also das heißt, diese Truppen waren dort, weil sie gegen die Ukraine gerichtet waren. Auf russischem Territorium waren russische Truppen stationiert, nur um sozusagen Ukraine zu kontrollieren oder im Einflussbereich zu erhalten. Also wenn das Problem entstanden ist und man musste die russische Gesellschaft vielleicht auf ein anderes Thema lenken und dass sie nicht merken, dass andere Gesichter jetzt auch im ukrainischen Fernsehen kommen. In Russland sind immer die gleichen Gesichter im Fernsehen, Putin, Medvedev und das war's. Dann haben sie begonnen, wie russische Propaganda sagt, kleinen siegreichen Krieg. Sie sind gerückt, sozusagen vorgerückt, ohne Anzeichen und haben einfach die Krim okkupiert. Der Text, den du gemeint hast vorhin, spreche ich davon, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen, jetzt die Krim zurückzuerobern, in diesem Moment. Die reale Politik sieht so aus, die Krim war auch okkupiert
die letzten 20 Jahre, aber jetzt wird es sozusagen bestätigt durch dieses Referendum, gelenkten Referendum. Wir müssen das einfach wahrscheinlich so wahrnehmen, dass die neue Ukraine ohne diese Halbinsel aufgebaut wird. Wir müssen vielleicht auch nach positiven Momenten hier schauen. Ohne Krim, ohne die Krim, ohne ausländische militärische Truppen auf ihrem Territorium ist Ukraine unabhängiger und souveräner und kann ihre geopolitische Zukunft selber gestalten. Außerdem die ganze Ukraine, darunter auch die Ostukraine, sieht am Beispiel von der Krim, dass Russland in der Tat kein Freund ist, kein Kumpel, das ist ein Feind, der okkupiert. Die Menschen wissen in der Ostukraine, dass es kein Problem gibt mit der russischen Sprache. Das ist nicht das Problem Nummer eins. Das bedeutet, das ist alles gelogen, verlogen. Die Russen haben dieses Territorium okkupiert, das heißt, das ist ein Feind. Ich finde, das ist etwas, woraus man lernen kann. Und es kann dazu führen, dass eine neue politische Identität entsteht. Drittens, wenn wir 1,5 Millionen aggressive russisch gestimmte Wähler verlieren auf der Krim, die immer natürlich alle russischen Sachen unterstützt haben, die auch gegen Integration waren mit der EU, niemals werden diese Kräfte in der Ukraine gewinnen können in der Zukunft. Und schließlich, wenn wir, Andriy kann wahrscheinlich mehr über Geschichte sprechen, aber die Krim, die der Ukraine geschenkt wurde, wenn wir den Zweiten Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs erwähnen, nach dem Zweiten Weltkrieg war die Krim nicht ein Bestandteil der Ukraine. Er wurde ja geschenkt oder annektiert in den 50er Jahren. Das heißt, das bezieht sich nicht auf die Verträge, die in den 40er Jahren noch beschlossen wurden. Die Frage der Krim wird noch jahrzehntelang diskutiert, bestimmt. Es wird bestimmt auch irgendwelche pro-ukrainische Politiker geben, die immer sprechen werden darüber, dass wir die Krim verloren haben. Aber ich glaube, wir haben die Krim jetzt verloren und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Gleich zurück, aber ich will noch mal aufgreifen, was beide Andriys angesprochen haben. Das ist dieser Maidan und diese Wiederholung nach 10 Jahren sozusagen, 10 Jahre nach der Orangen Revolution, ist ein unglaublich starker Ausdruck des enormen gesellschaftlichen und politischen Modernisierungsbedarfs. Ja? Der Aufschrei nach einem anderen System, die gar nicht so konkret formuliert, nach was für einem, aber nach einem anderen System. Wie schätzt du die Perspektiven ein auf Wandel? Guten Abend. Danke, Walter. Ich komme zu dieser Frage, aber ich möchte ein bisschen früher da anfangen. Es ist ziemlich kompliziert, jetzt nach beiden Andriys und Zhenya zu reden, weil schon einiges gesagt ist, aber trotzdem wichtige Thesen. Zu deiner Frage, warum Svoboda macht mit bei einer Bewegung, die eigentlich proeuropäisch ist, obwohl sie eigentlich nicht wirklich europäische Werte mittragen. Weil das ja falsche Analyse eigentlich, die dahinter steckt. Diese Maidan-Bewegung war eher nicht proeuropäisch, sondern anti-russisch oder anti-putinistisch, würde ich betonen. Es ist ja nicht gegen Russland, sondern gegen diese imperialistische, koloniale Herrschaft von Russland, von Putin, die immer noch auf dem postsowjetischen Raum herrscht. Denn allen war klar, nachdem Janukowitsch in Vilnius Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben hat, es blieb nur die andere Option. Es gab nichts dazwischen. Dann sozusagen ist ja klar, dass die Ukraine geht jetzt wieder
Richtung Russland, und da hat man nicht viel Gutes erwartet, gerade weil, weil die Gesellschaft ist schon sozusagen überschwanger mit Veränderungen in allen Bereichen, und die finden nicht statt. Und es war absolut klar, dass unter dem russischen Protektorat, ist falsches Wort, aber unter dem russischen Unterstützung werden diese Veränderungen nicht möglich. Die Korruption, Kleptokratie des Regimes und so weiter und so fort, das wird nicht anders sein. Gerade deswegen sind sehr viele aufgestanden, und auch die Svoboda machte mit, weil im Grunde genommen das einzige Ziel war, diese alle unterschiedliche politische Kräfte auf Maidan vereinigt hat, war Janukowitsch zu stürzen. Und eigentlich im Hinterkopf hatte man natürlich auch Putin. Man hat ja auch noch viel früher, als Krim tatsächlich zu einem Problem war, hat man schon die Plakate gegen Putin auf Maidan gesehen. Das Beste, was ich in Erinnerung habe, war so ein schöner Plakat von einem ukrainischen Menschenrechtler. Da stand auf Ukrainisch: Putin, якщо любиш, відпусти. Das wenn du liebst, lass los. Das sagt schon sehr viel. Noch eine Bestätigung für diese These: Es war eine Menge Nicht-Ukrainer auf Maidan. Ich kenne Dutzende und Hunderte Belarussen, die da gewesen sind. Sie haben ja gekämpft nicht für die EU-Integration der Ukraine. Das ist doch irrational. Armenier waren da, Georgier waren da. Im Grunde genommen alle post-sowjetischen Völker waren da, weil es wirklich so ein Volksaufstand gegen russische, ja, russisches Imperium, würde ich so sagen, die immer noch da ist, obwohl es natürlich nicht formalisiert ist. Und deswegen Svoboda machte mit, aber nach dem Machtwechsel stellt sich wirklich die Frage, ob jetzt diese alte Verbündete tatsächlich in die gleiche Richtung gehen wollen. Das werden wir wahrscheinlich bald auch mitverfolgen können. Was die Frage der Gefahr von rechts angeht, ich bin wirklich nicht derjenige, der diese rechte Gefahr verharmlosen will. Ich leite Büro der Stiftung seit 2008 in Kiew, und ich weiß, wovon ich rede. Wir hatten viele, viele Momente gehabt, wo wir sehr viel Ärger mit Svoboda, mit Nationalisten jeder Sorte gehabt haben. Einige Stichworte kann ich nennen: Vortrag von Rosolinski, Liebe und die Geschichte, die damit verbunden ist. Ausstellung ukrainischer Körper, der geschlossen worden ist, und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin mir sehr bewusst, was diese Kräfte sind, aber andererseits, die haben wirklich nicht dominiert auf Maidan. Das war nur ein kleiner Teil dieser Massenbewegung, dieses Volksaufstandes, wie auch Zhenia ganz gut jetzt geschildert hat, auch mit Bildern gezeigt. Es gibt auch tausende andere Bilder, die zeigen, es war eine Massenbewegung. Und die Svoboda, rechter Sektor und alle möglichen, diese kleinen Grüppchen, da sind so vielleicht einige hunderte von Leuten, nicht mehr, in der ganzen Bewegung, die sind ja sichtbar. Und die sind deswegen sichtbar, weil in der Ukraine im Grunde genommen keine andere politische Kräfte sind, die ideologisch sehr gefärbt sind. Die ganze liberale Kräfte, Vaterlandspartei von Timoschenko, Udar von Klitschko, Partei der Region sowieso, das sind keine Parteien im westlichen, sage ich so, Sinne des Wortes. Das sind gewisse Projekte rund um politische Führung da oben. Und Svoboda ist leider die einzige Partei, die wirklich Basis hat. Diese Basis ist gar nicht so breit. Die Umfragen jetzt, auch nach der Revolution, zeigen, dass sie immer noch bei 5% sind, wie sie auch früher waren, 2010 sogar mehr. Sie haben bei Parlamentswahl 2010 über 10% bekommen. Jetzt haben sie weniger sogar. Und das teilen sie noch mit dem rechten Sektor und so weiter und allen diesen autonomen rechtsradikalen Gruppen.
Deswegen, ich würde diese Gefahr nicht überschätzen, obwohl natürlich man muss sehr genau beobachten die Lage, wie sich das weiterentwickelt. Das ist zu dieser rechten Gefahr. Und jetzt auf die Frage von Walter zu kommen, wie geht es weiter? Oder ein kleiner Kommentar zu Krim. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, die These von André, Entschuldigung. Was heißt, ja, Krim sozusagen muss man lassen. Erstmal, die Regierung in Kiew kann im Moment sowieso nur beobachten. Es gibt keine Mittel, keine Instrumente, Situation grundsätzlich zu ändern. Weder militärisch noch diplomatisch ist, glaube ich, im Moment nicht wirklich möglich. Es sei denn, die große westliche Mächte werden was machen, aber bis jetzt ist es auch relativ viel geredet und ziemlich wenig getan. Wir werden sehen, was jetzt mit weiteren Stufen der Sanktionen kommt, aber bis jetzt, Krim ist sowieso jetzt unter Kontrolle Russland. Und was heißt dann in Realpolitik, Ukraine soll das quasi lassen? Soll man das formal Annexion anerkennen? Kann ich mir schwer vorstellen. Deswegen ist es eher, ist keine Option da. Klar, ist annexiert oder wird bald annexiert oder auch nicht. Oder ist ja ein Abchasien-Szenario für uns. Anerkannt wird es nicht. Man muss ja dann gucken, wie das weitergeht. Und da sehe ich die große Gefahr, denn mit Krim wird wahrscheinlich die Geschichte nicht zu Ende sein. Denn Putin versucht ja auch weiter die Situation in der Ukraine zu destabilisieren, vor allem in den südöstlichen Gebieten. Ich hoffe nicht, dass da zu einer offenen Invasion kommen wird. Hoffe sehr, dass auch russische Führung vernünftig bleibt. Das mögliche Szenario wird sehr wahrscheinlich sein, dass diese Destabilisierungsversuche werden weiterdauern und mit dem Ziel, dass die für 25. Mai angeordnete Neuwahl des Präsidenten der Ukraine in diesen Gebieten entweder gar nicht stattfindet oder sabotiert wird oder teilweise stattfindet oder mit großen Unregelmäßigkeiten stattfinden, die dann dem Herrn Putin auch erlauben werden zu sagen, Legitimität der neu gewählten Präsidenten auch in Frage steht, denn nicht die ganze Ukraine hat den Mann oder Frau, das wissen wir alles nicht, sozusagen gewählt und da beginnt die gleiche Rhetorik, die wir jetzt auch haben, dass ukrainische Führung sei nicht legitim und so weiter und so fort. Das ist die Perspektive, die vor uns ist. Ja, Putin hat es ja in seinem paar Tagen schon angedeutet, das Szenario, dass er gesagt hat, der jetzige Präsident ist illegitim, ein neuen Präsidenten kann es erst geben nach legitimen Wahlen. Die Wahlen am 25. können aber nicht legitim sein, wenn genauso ein Terror auf der Straße herrscht wie heute. Das heißt, man muss sich mal darauf einstellen. Andriy Portnov, ich wollte noch mal nachfragen. Du kommst aus Dnipropetrovsk, gut, das ist in der Zentralukraine, aber das ist eines der industriellen Zentren der Ukraine. Die anderen industriellen Zentren liegen im Osten und im Südosten. Nochmal, was integriert die Ukraine, was integriert die Menschen im Osten und im Südosten, beziehungsweise was disintegriert, was ist stärker im Moment? Ich fange sicherlich damit an, dass ich sage, ich unterstütze die These von Kirill. Die Tatsache, dass die Wahlen am 25. Mai vorgezogen werden, das ist wirklich eine Schlüsselfrage. Und es ist nun offensichtlich. Das Ziel der Russischen Föderation liegt darin, diese Wahlen einfach nur nicht stattfinden zu lassen, sondern später stattfinden zu lassen. Das ist die Aufgabe, entweder so zu handeln,
dass die Wahlen einfach nicht stattfinden können. In den meisten Regionen, nicht nur auf der Krim, sondern im Osten und im Süden der Ukraine, wo es nur geht. Das ist sicherlich eine sehr hohe Bedrohung. Ich weiß nicht, wie diese jetzige Regierung dieser Herausforderung sich stellt. Zum Zweiten, es ist sehr wichtig zu verstehen, wie der prinzipielle Unterschied ist zwischen der Krim und irgendeiner anderen Region in der Ukraine, ob wir Donbass nehmen oder Dnipropetrovsk oder Kharkiv oder Odessa oder sonst irgendwas nehmen. Also, auf der Krim gibt es nach verschiedenen sozialen Befragungen in den letzten 15 Jahren mindestens sah man es deutlich, das ist eine einzige Region der Ukraine, wo sehr viele Menschen, über die Hälfte der Menschen, darüber spricht, dass sie sich mit dem ukrainischen Staat nicht identifizieren. Sie sind nicht russisch sprechend, sondern sie sind Russen, die in Russland leben möchten. Also, das ist ganz wichtig, liebe Kollegen. Das, was auf der Krim jetzt geschieht, ist ehrlich gesagt die Tatsache, dass die Mehrheit der Einwohner dieser Halbinsel die Handlungen Russlands unterstützt. Man kann sich natürlich streiten, inwieweit sie es unterstützen, aber es gibt keinen Massenwiderstand. Keine andere Region im Osten oder im Süden der Ukraine kann nicht so einfach annexiert werden. Denn da ist nur die Bevölkerung russisch sprechend und fühlt sich nicht als Russe. Es gibt ja einen Unterschied, russisch sprechend zu sein und einen Wunsch zu haben, in Russland zu leben. Viele deutsche Medien wiederholen einfach die Behauptung von Putin und sagen, im Osten ist die Mehrheit der Einwohner Russen. Das ist die größte Dummheit. Und darüber habe ich auch noch gesprochen, was ich jetzt sage in meinem Buch. In den Regionen wie Dnipropetrovsk, Donbass, Cherson haben wir etwas andere politische Lage, andere politische Situation als im Westen der Ukraine. In diesen Regionen gibt es keine Massenproteste mit dem ideologischen Hintergrund. Es wird einfach unmöglich sein, die nicht nur organisieren, sondern die einfach sich vorzustellen. In diesen Regionen ist die Mehrheit der Bevölkerung anpassungsfähig. Sie passen sich dem Machtsystem im Zentrum an, in früheren Moskau, jetzt in Kiew. Und im Rahmen von diesen Zwischenverhältnissen bemühen sie sich, ihre Rechte zu behaupten. So war es in der Sowjetunion, so ist es heute. Warum muss man es verstehen? Denn pro-russische authentische Auftritte ohne Unterstützung Russland wird es weder in Donetsk, weder in Lugansk, weder in Donetsk noch in der Dnipropetrovsk oder sonst irgendwo, die sind einfach nicht möglich. Das, was wir da sehen, da sind geplante und gut regissierte Prozesse. Das sind einfach Menschen, die aus der Russischen Föderation kommen und sich als Ureinwohner verkaufen. Krim-Szenario kann im Osten und im Süden der Ukraine nicht so einfach realisierbar sein. Aber das heißt ebenso nicht, dass diese Region mit Waffen die Einheit des ukrainischen Staates verteidigen. So wird es auch nicht sein. Warum ist es denn so wichtig? Das ist so wichtig. Ich sage, das ist einfach nur mein Bauchgefühl. Ich teile mit Ihnen mein Bauchgefühl. Gegen das, was mein Nachbar gesagt hat,
Ziel von Putin ist nicht die Krim. Das ist einfach eine Illusion. Wir geben Krim ab und alles wäre wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen wird es ja nicht geben. Nein, weder in Berlin noch in Warschau noch in Paris noch sonst irgendwo. Ziel von Putin ist Kiew. Nein, das ist nicht die Besetzung von Kiew. Die ukrainische Regierung, die sich ihm unterstellt und keine eigenständigen Entscheidungen trifft und dass alle Schlüsselbereiche der Wirtschaft an ihn abgegeben werden. Nein, nein, Krim ist einfach ein Startpunkt. Beginn fürs Ganze. Und wenn wir jetzt so tun, ja, am Sonntag wird es eine Volksabstimmung geben auf der Krim. Wir vergessen die Krim und wir werden unser Rechtsstaat, europäisches Rechtsstaat ohne Krim bilden. Das ist ein ganz schlimmer politischer Fehler. Das wird nicht nur für die Ukraine Folgen haben, sondern für Russland und für ganz Osten der Ukraine, für die Europäische Union, für NATO und so weiter. Wenn wir es verstehen, wenn wir es hier in Berlin verstehen, dann wird man ernst drüber denken können, wie die Europäische Union und Deutschland an sich kann, es ist schon zu spät, aber trotzdem irgendwie auf das Ganze reagieren können. Ich danke Ihnen. Zu dem, was gesagt wurde. Wir haben die Frage der mythologischen Denken angesprochen. Wir sprechen über den Mythos Europa, aber es existiert auch Mythos Russland. Und anscheinend auch auf diesem Panel. Wir können davon nicht frei werden. Also Russland und russische Politik, es sind verschiedene Sachen, unterschiedliche Sachen. Aber warum in der Krim Russland so populär wurde, diese Frage ist auch aktuell und wir können sie auch stellen. Es ist auch eine Frage, die die ganze Ukraine angeht. Auf der Krim existierte immer, also wie auch in vielen anderen Regionen des Landes, eine mächtige und starke Deindustrialisierung. Arbeitsplätze wurden abgeschafft, sehr viele Leute im Lande blieben ohne Arbeit. Die Küste wurde einfach wild ausverkauft. Ökologie der Krim wurde langsam vernichtet und diese Vernichtung ist sehr schmerzhaft für alle Ukrainer, nicht nur für die Leute auf der Krim. Und da hat die russische Propaganda anscheinend viel Raum für sich, um sich zu verbreiten. Also ukrainische Politik auf der Krim war schrecklich die ganze Zeit, das muss man gestehen, wie auch in vielen anderen Regionen des Landes. Und deswegen auf der Krim existiert heute ein Mythos Russland, das vielleicht eine Art der Ordnung auf der Krim bringen wird. Also in der Ukraine gibt es verschiedene Vorstellungen über die Modelle der Ordnung. Es gibt so eine Idee der demokratischen Ordnung, wofür Maidan steht. Es gibt so eine auch Idee, die aus Geschichte kommt, eines nicht autoritären, sondern eines zaristischen Ordnung. Ich würde sagen, es ist so ein semi-monarchistisches Modell des Denkens. Ein guter Zar kommt und wo sehr schlechte Beamten tätig sind, bringt er endlich letztendlich die Ordnung. Ja, so ein Modell des Denkens herrschte in Russland bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wann die Revolution stattfand. Deswegen war der Zar in Russland so lange unterstützt, deswegen hat die Konstitution im russischen Reich so lange gebraucht, um angenommen zu werden. Diese verschiedenen Denkweisen existieren auch in der modernen Ukraine und darüber darf man nicht vergessen. Und beide Mythen sind die Mythen über das gute Leben. Wir müssen denken und auch verstehen, dass niemand wünscht einen autoritären, schrecklichen Putin, der kommen wird und Korruption überall bringen wird. Beide Mythen sind eigentlich
gedacht, positiv gedacht. Was hinter den beiden Mythen steht, ich möchte mich fragen. Für uns allen vielleicht in diesem Saal ist klar, weil, was hinter Putinismus steht. Also wir denken, dass es für uns klar ist. Was steht hinter diesen Unterschreiben von Europa-Assoziierungsabkommen oder von einem positiven Europamythos? Das ist auch eine gute Frage. Lubka sagte mehrmals, Maidan hat gesiegt. Ich frage mich, hat Maidan wirklich gesiegt? Was die Menschen sich wünschten auf Maidan? Sie wünschten die Veränderung des Lebens, Menschenrechte, Veränderungen in sozialen Ebenen des Lebens im Lande. Das alles findet noch nicht statt. Wir sehen noch keine Zeichen in dem ganzen Lande, dass diese positiven Veränderungen wirklich passieren. Ja, wir sehen neue Gesichter, wie du sagtest, auf Fernsehen. Aber hinter diesen neuen Gesichtern steht noch keine neue Realität. Und was mich erschreckt, das mythologische Denken lebt weiter. Es ist das Beste, was wirklich in der Ukraine immer überlebt. Wir machen es weiter, wir denken, erstens, wir denken zu positiv, wir denken, wir haben gesiegt, obwohl für mich ist es überhaupt nicht klar, ob irgendwelche Ideen wirklich gesiegt haben. Und dann, ja, wir denken, wir hassen rationale Fragestellungen. Sehr gerne singen wir Nationalhymnus mehrmals pro Tag oder wir mögen sehr sagen, Ruhm der Ukraine. Aber rationale Fragestellungen über langweilige Dinge wie Pensionen, Gehälter für die Ärzte, für die Lehrer, vielleicht Bedarf von sozialer Sicherheit, das mögen leider die Ukraine nicht. Das ist zu langweilig für uns. Und ich denke, solange es zu langweilig bleibt, solange werden wir nicht siegen. Es ist egal, welche Aktionen im Zentrum von Kiew stattfinden oder nicht stattfinden. Und so böses Russland wird überhaupt nichts in der Ukraine extra machen müssen. Es wird so von selbst gemacht, wie es von selbst gemacht wurde. Also die Macht hat immer Putin an Putin Aktiven verkauft wegen Korruption. Deswegen, weil die Macht unkontrollierbar war und, was besonders toll ist, von Putin kommt Geld, das auch sehr unkontrolliert ins Land kommt. Wenn von der EU das Geld kommt, wird es ein wenig mehr kontrolliert. Deswegen viel interessanter war immer, Russland alles zu verkaufen und Putin alles zu verkaufen. Und wenn wir weiter unsere Regierung nicht kontrollieren werden, eines Tages wird sicher Putin gemeinsame Sprache mit unserer Regierung finden. So denke ich. Danke. Andrei Lubka, was sagen wir mal, der europäische Mythos siegt, ja? Dann kommt zur Abwendung des Staatsbankrotts die Europäische Union, es kommt der IWF und sie müssen durchsetzen, dass zum Beispiel der Gaspreis steigt für die Haushalte, dass die Menschen nicht nur ein Viertel des tatsächlichen Preises bezahlen, sondern mindestens die Hälfte oder noch mehr. Es kommen noch viele andere Reformen, die geeignet sind, den europäischen Mythos sozusagen sehr schnell vielleicht sogar ins Negative zu kehren. Was müsste denn passieren, dass der europäische Mythos positiv ankommt, positiv erfahrbar wird? Ich würde sagen, dass mich in erster Linie die Kritik von Zhenya, die Kritik an der romantischen revolutionären Stimmung wundert. Sie sieht nicht, dass wir gesiegt haben. Die Revolution ist ja erst zwei Tage jung. Wir können ja nicht so schnell Gesetze schreiben. Man muss die ja erstmal schreiben und dann umsetzen. Woran liegt
ist, dass Putin so schnell Entscheidungen trifft und Europa so langsam. Putin trifft Entscheidungen selbst, so wie er es möchte. In 5 Minuten ist es erfüllt. In der Ukraine ist es noch nicht möglich. Wir müssen Wahlen organisieren, die ersten Gesetze in Kraft setzen und dann werden sie langsam umgesetzt. Man kann ja nicht davon sprechen, dass man in 2 Wochen irgendwas erwartet. Gut, der Minister von dem Wirtschaftsministerium ist ein Mensch, der keinen einzigen Tag in solchen Strukturen gearbeitet hat, sondern im Steuersystem gearbeitet hat. Es gibt, manche Posten sind an Menschen abgegeben worden, die einfach keine Ahnung von haben, die von irgendwelchen Investmentgesellschaften kommen. Das sind schon positive Zeichen. Die Revolution ist nicht mehr auf der Tagesordnung. Es gibt einen Konflikt mit Russland wäre nichts, da könnte man wirklich stundenlang an den Lebensläufen sitzen, die Menschen aussuchen, aber nun ist es ja nicht möglich, denn Russland ist jetzt gerade dabei, unsere revolutionären Ideen einfach zu ruinieren. Und das, was jetzt romantisch aussieht und nicht mit Zahlen belegt ist, als Dichter verstehe ich das. Als Konflikt auf der Krim am Tal stand, saß ich im Zug nach Krakow in Polen. Ich habe Videos gesehen, ich habe Bilder gesehen, wie das russische Militär auf die Krim kommt. Also in diesem Zug gab es ja, in diesem Intercity-Zug gab es einen Kinderspielplatz und ich habe es mir gedacht, im 21. Jahrhundert werden Kriege ganz anders geführt. Das ist das 19. Jahrhundert, wie die Russen handeln. Sie versuchen irgendwas zu erzwingen, irgendjemanden zu kaufen, irgendjemanden zu bestechen, irgendjemanden zu erschießen. Die Revolution, die ukrainische Revolution, war eine geistige Revolution, war realistische, war idealistische Revolution. Es ging um positive Symbole und Europa hat uns mit Kinderspielplätzen in den Zügen gewonnen. Sie hat uns damit besiegt. Sie stehen nicht mit dem Automaten vor unserem Gesicht. Sie haben eine weise Politik des 21. Jahrhunderts. Die betrunkenen russischen Soldaten, die Journalisten über die Journalisten lachen, das ist kein 21. Jahrhundert. Es gibt ein großes Problem nicht mit der Ukraine, sondern mit Russland. Es hat sich herausgestellt, dass in Europa an der Grenze einfach ein großer Drache schläft. Und dieser Drache ist schon über 200 Jahre alt. Das ist kein modernes Europa. Wir sprechen über die Kraft Russland. Wir sagen, Russland ist ein riesengroßer Monster, ein Gasmonster. Aber das ist das Land, das wirklich keine Infrastruktur hat, also am wenigsten Infrastruktur hat. Sie will Krim einfach zu sich holen und 20 Jahre lang werden da Militär mit Automaten stehen. In diesem Land sterben vom Alkoholismus ganz viele Menschen, Millionen Menschen. Es gibt ja keine Straßen, davon Menschen sterben. Dieses Land vernichtet sich selbst im Inneren. Es gibt Abchasien, es gibt Transkarpatien, es gibt ja viele andere Probleme, klar. Aber es wird sicherlich hier noch ein europäisch-russisches Konflikt
geben. Ukraine ist nicht mehr ein starker Spieler in diesem Spiel. Wir sehen, und der Premierminister heute sitzt sich zusammen mit Obama zusammen, und wir hoffen sehr, dass die großen Sieben werden Dialog mit Russland führen. Ukraine ist nicht mehr imstande, selber zu machen. Wir können nur irgendwelche Symbole geben, wir können uns nur mal melden. Ich komme zum Buch wieder. Ich schreibe, Maidan ist zu einem wunderbaren Beispiel geworden, wie man unter jegliche Sponsoren, Unterstützung, unter jegliche Erfahrung möglich war, inmitten von Kiew eine unabhängige Republik zu bauen, wo alles besser funktioniert als in der Ukraine. Die Krankenversorgung, die Küche, die Freiwilligen, Pressezentren, das System, das Einsammeln von verschiedenen Gaben, die, das haben wir gezeigt, wir können uns selbst organisieren, wir können irgendwas machen. Das ist das größte Erfolg dieser Revolution. Und diese Menschen, die täglich meinen, dann gebaut und aufgebaut haben, wenn diese Menschen unser Land bauen, wir haben Perspektiven. Bevor ich Ihnen das Wort gebe, noch an Kyrill, auch doch die Frage, was muss passieren, damit du eine Erneuerung der Ukraine von innen feststellen kannst? Was sind die Punkte, die ankommen müssen, damit sozusagen das nicht passiert, was Zhenia schon sozusagen negativ vorhersieht? In der Tat, ich teile ja den Pessimismus von Zhenia noch nicht. Es ist immer noch 2 Wochen. Man soll abwarten, es gibt berühmte 100 Tage, so viel Zeit muss man geben. Vor allem, es ist jetzt de facto Kriegszustand mit Russland und das erschwert ja ohnehin sehr schwere Aufgabe, die vor der Regierung steht. Was wäre für mich ein Indikatoren? Ich glaube, das, was viele Ukrainer jetzt erwarten, man erwartet spürbare Veränderungen in kritischen, aber es ist ja fast alles in der Ukraine, in kritischen Bereichen. Also eine Art, man war und ist in der Ukraine immer sehr begeistert von Georgien, von Saakashvili sozusagen. Der ist gekommen, ist zwar vielleicht nicht alles gut gemacht, aber er hat Polizei dekorrumpiert, neu organisiert und das hat ja auch Wirkung. Also für jeden Mann, der mal ein Auto gefahren oder und so weiter. Das spürte das Volk sozusagen. Und solche Veränderungen sind in, sag mal so, in nicht allzu nahen Zeit auch in Kiew wichtig. Wenn das kommt, es könnte auch punktuell sein. Natürlich, es geht ja nicht von heute auf morgen das ganze Land zu reformieren. Aber solche Veränderungen braucht das Land und das wird die Hoffnung geben. Ich bin noch voller Hoffnung, obwohl ich natürlich auch sehr kritisch viele Sachen beobachte. Und das kann ich auch gerne auch schildern, was da nicht so läuft, wie man sich das vorstellen kann. Aber noch ist die Hoffnung da und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung. So, meine Damen und Herren, wir können hier vorne natürlich sehr gerne das Gespräch auch so weiterführen. Ich glaube, es gibt hier noch sehr vieles zu besprechen, aber ich möchte sehr gerne Sie einladen, sich an unserer Debatte zu beteiligen, mit kurzen Wortbeiträgen in das Saalmikrofon, das Ihnen gleich gereicht wird. Zunächst hier hinten, Herr Rostek, bitte. Und stellen Sie sich bitte jeweils ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Andreas Rostek. Ich bin neben Claudia Data Herausgeber des Buches, über das wir heute Abend unter anderem reden. Eine kurze Anmerkung möchte ich machen. Es ist mehrfach von den Mythen und Mythologien gesprochen worden, die die Szenerie, das Land, den Konflikt dort bestimmen. Furchtbarerweise ist der Konflikt auch abgegangen mit einem Opfer. Das gehört zu diesem Mythologien-Mix hinzu, von dem die Rede ist, und zu einem sehr, sehr großen Opfer.
100 Menschen, die gestorben sind auf diesem Platz. Wir haben, als wir an diesem Buch gearbeitet haben, da Tag für Tag sehr, sehr, sehr genau hingeguckt, wie viele andere natürlich auch. Aber das war einer der Momente, die mich wirklich sehr angepackt haben, zu merken, wie auf einmal in einer europäischen Stadt bewaffnete, uniformierte auf Demonstranten schießen und so viele Menschen sterben. Das letztlich war der Wendepunkt, das muss man immer wieder sagen, ein Wendepunkt, der zu einer Implosion eines absurden Systems geführt hat. Klassische Figur des Opfers, ein furchtbar altes Bild. Darauf wollte ich nochmal hinweisen. Und ganz herzlichen Dank an die Böll-Stiftung und an die Autoren, ohne die das Buch nicht möglich gewesen wäre. Danke. So, hier vorne dran hatte sich jemand gemeldet. Ja, bitte, der Herr mit der Brille. Vielen Dank. Mein Name ist Dr. Andrei Chernadar von Universität Potsdam. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr angenehm und interessant. Besonders hat mich beeindruckt der Beitrag von Andrei Lubka. So ist es sehr interessant und selten die Möglichkeit gibt es auch von einfachen, jungen, westukrainischen Menschen auch diese Sicht und Weise. Und ich bin sehr dankbar, dass von diesen Mythen gesprochen worden. Und das ist tatsächlich, warum geht es da? Welcher Kampf geführt wird? Mir scheint es wichtig zu sein, nicht zu vergessen, dass eigentlich ist es innenpolitischer Konflikt in der Ukraine, wo Phantomgrenze auch durch die Köpfe durchgehen. Und diese Grenzen leider sind auch in Berlin bei uns und in Russland überall zu sehen sind. Wir sind sehr oft in diesen kaltkriegerischen Dimensionen, diese Sanktionen, die Waffen hin und her, das führt etwas von dem Thema weg. Die Menschen sind gestorben, wurde gerade gesagt, 100 Menschen, die Opfer. Aber die Frage bleibt, wer eigentlich diese Situation herbeigeschaffen? Wer geschossen hat? Das war ja nicht zufällig auch dieses Gespräch, was veröffentlicht gewesen ist. Und es ist ja eben nicht zu vergessen, dass die Europäische Union mit östlicher Partnerschaft Politik kläglich versagt. Und die Situation ist auch dank dieser Politik entstanden ist. Muss man sagen, dass hier die europäische Politiker und die russische Politiker nehmen einfach aus geopolitischen Interessen Partei, Farbe bekämen. Und deswegen ist es wichtig, vielleicht auf Ausgangspunkt zurückzukehren und das Gespräch innenpolitisch in der Ukraine vielleicht nicht mit Gewalt, sondern mit Menschen, die wirklich vermitteln können, nicht verbraucht sind. Das ist vielleicht sehr wichtig. Vielen Dank. So, hinten im Saal rechts, also von mir aus rechts, war eine Wortmeldung. Robert Huben ist mein Name. Ich würde ein Thema gerne etwas vertiefen, beantwortet haben mit meiner Frage. Dass in der Krim eine Besetzung stattfindet, ist für mich klar. Dass die NATO Drohgebärden macht, Kriegsschiffe in die Nähe, Düsenjäger nach Polen und so weiter, ist auch klar. Gibt es irgendjemanden hier auf dem Podium oder im Saal, der sagt, wenn Putin seine Drohgebärden wahrmacht, auf die Ukraine ausdehnt, dort auch Soldaten hinschickt. Gibt es irgendjemanden, der sagt, die NATO sollte einen Krieg führen gegen Russland? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass es falsch wäre. Ich bin eher dafür, diplomatisch, wirtschaftlich alle möglichen Sanktionen, Nichtanerkennung ist sowieso klar, auszuloten und auf die Nach-Putin-Ära dann hinzuarbeiten. Wie ist Ihre Meinung dazu? Kriegerisch gegen Putin vorzugehen oder friedlich alle Möglichkeiten auszuschöpfen und auf die Nach-Putin-Ära hinzuarbeiten. Gut,
Wir sammeln noch zwei Beiträge, dann kommen wir erstmal wieder hier zurück und machen dann in die nächste Runde. Wolfgang Templin, bitte. Wolfgang Templin, Ex-Büroleiter Warschau, Publizist. Es wurden zwei Kräftepunkte benannt, die zu Optimismus Anlass geben könnten, wenn ich jetzt mal Dramatik Grimm vorausgesetzt, aber in die Perspektive gucke. Die eine Konzentration geht von den Selbstorganisations- und Erneuerungskräften des Maidans aus, wo in der Konsequenz gesagt wurde, jede neue Equipe, jede neue politische Kräftekonstellation soll und darf nicht mehr unabhängig von uns funktionieren. Wir wollen beteiligt sein und Kontrolle haben. Das andere, ganz rationale Argument ist, es muss aber in überschaubaren Zeiträumen eine handlungsfähige politische Konstellation geben. Es wird also auch parlamentarisch zu sehen sein, wie verändern sich die Kräfteverhältnisse. Meine konkrete Frage, jetzt haben wir eine Übergangsregierung, deren Zusammensetzung ist bekannt und die muss ganz dringende Aufgaben erledigen und tut das auch, die auch über den politischen Konflikt und Krimkrise hinausgehen. Wenn ich jetzt Schlüsselressorts nehme, Justiz, Innenressort, Petrenko, Awakow, wenn ich die neue Führung des SBU nehme, gibt es da Anlass zur Hoffnung, dass dort mindestens für den Übergangszeitraum, die müssen zum Beispiel Aufklärung leisten. Wir können uns ja nicht ewig mit dem Mythos begnügen, wer hat nun geschossen und jeder streut da 10 abenteuerliche Interpretationen rein. Ich weiß, dass diese Arbeit im Gange ist, aber wie ist die Einschätzung auf dem Podium? Passiert die wirklich und kann man, wenn das mit den Wahlen Ende Mai gut geht, darauf hoffen, dass aus dieser Übergangsregierung eine konsolidierte Regierung wird, die dann diese Aufgaben in Angriff nimmt? Kann man darauf hoffen, dass die Partner, ich nenne sie so, vom Maidan, dann nicht wieder außen vor bleiben oder sich außen vor halten, sondern anders als 2004 dichter am politischen Geschehen dranbleiben? Und nur noch eine Bemerkung. Ich habe angesichts der Dramatik der letzten Wochen die Reaktionen in Berlin mitverfolgt. In Berlin, ich rede jetzt nicht von der deutschen Politik, was da enttäuschend war und sich langsam bessert. Ich habe die gesellschaftlichen Reaktionen in Berlin mitverfolgt, zweimal am Sonnabend. Und mir ist angesichts dieser Dramatik eine Zahl von erster Sonntag die Proteste 300 Demonstranten, jetzt letzter Sonntag vielleicht 500, erschreckend wenig. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ist die Reaktion hier so schwach, so verhalten, so leise? Sie müsste eine andere sein. Noch Marie-Louise Beck, bitte. Marie-Louise Beck, ich bin Abgeordnete. Ich möchte gleich an Wolfgang Templin anschließen. Man müsste sich einmal vorstellen, es hätte eine militärische Aktion von Israel gegen Gaza gegeben. Wie viele Menschen auf der Straße wären, es wären mehr als an den letzten beiden Sonntagen, da bin ich mir ganz sicher. Uns hat vielleicht noch ganz kurz zu der NATO-Frage, ich kenne in der deutschen politischen Debatte niemanden, niemanden, der dafür plädiert, dass es einen Waffengang durch die NATO gibt. Das, glaube ich, ist ganz klar. Heute haben wir erste Nachrichten bekommen von den Patriarchen der ukrainischen Orthodoxie, dass es Übergriffe gibt auf ukrainische Bürgerinnen und Bürger auf der Krim. Wir wissen seit einigen Tagen, dass Synagogen mit Hakenkreuzen beschmiert werden und dass Häuser von Tataren gekennzeichnet werden. Synagogen auf der Krim, ja. Mich erinnert das fatal an eine Entwicklung beim Zerfall Jugoslawiens, wo es gelungen ist, was den Jugoslawen selber als unvorstellbar galt, auch den Bosniern als unvorstellbar galt, dass innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, sie auseinanderzutreiben und dann gegeneinander zu treiben. Ich hoffe, dass es kein Déjà-vu gibt,
gegenüber dem, was wir in Bosnien erlebt haben, und möchte euch fragen, ob ihr mehr Instrumentarien habt, zum Beispiel auch durch das Internet und die Kommunikation, die da möglich ist, um das zu verhindern, dass die ethnische Frage so hochgespielt wird, dass sie missbraucht werden kann, um eigentlich territorialen Machtkampf auszutragen. Mhm. Gut, vielen Dank. Jetzt machen wir eine Runde Antworten hier vorne. Ich wiederhole noch mal kurz die Fragen, so wie ich sie mir notiert habe. Einmal grob gesagt, welche Schuld trägt denn der Westen, die EU, an der Eskalation in der Ukraine? Trägt er eine solche? Die Frage nach Krieg, ich glaube, die ist beantwortet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von euch hier auf dem Podium eine militärische Aktion befürwortet, aber vielleicht irre ich mich. Die Frage der der Übergangsregierung, wozu ist sie in der Lage in Bezug auf die Aufklärung, in Bezug auf die Konsolidierung, und kann man nach dem 25. Mai erwarten, dass mehr und schneller passiert, als es bis jetzt der Fall ist? Was ist die Rolle der Zivilgesellschaft, des Maidan in Zukunft? Wo seht ihr diese Rolle? Und ist die eine ethnopolitische Aufheizung der Lage möglich und wahrscheinlich? Wolfgang, ich fange an mit dir, mit deinen Fragen. Warum hier die Reaktion so mäßig ist, kann ich dir nicht sagen. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Zur Frage Übergangsregierung. Ich fühle mich sehr schlecht, Anwalt dieser Regierung zu sein, denn ich bin ja nicht weniger wahrscheinlich kritisch als du. Dennoch sage ich, es ist eine Notsituation, die damals Parlament hatte, als Naliwajcin, Kuawakov und so weiter ernannt worden sind. Und da müsste man gewisse Kompromisse gehen. Kompromiss zwischen schneller, es müsste eine schnelle Entscheidung sein, und es müssen Leute sein, die ein bisschen verstehen, was sozusagen innere Angelegenheiten, Sicherheitsdienste und so weiter. Deswegen sind ernannt worden Leute, die schon auf Position waren. Naliwajchenko, Avakov teilweise und so weiter. Ich kann auch nicht viel Gutes über die sagen, aber du hast ja auch schon selbst erwähnt, das ist eine Übergangsregierung. Da werden wir alle dafür plädieren, dass die Parlamentswahl unmittelbar nach der Neuwahl des Präsidenten stattfinden muss. Und wenn das nicht passiert, da wird Maidan wieder kommen und wird ja dieses Parlament auflösen. Bin ich absolut überzeugt. Es geht nur darum, wann das sein wird. Ob das im Sommer oder Anfang Herbst sein wird. Und dann ist ja neues Parlament und wird eine neue Regierung sein. Und die muss man sehr, sehr genau, hoffentlich bis dahin wird das auch mit Russland etwas ruhiger. Und dann hat man ja Zeit, zu jeder einzelnen Person Analyse zu liefern und gucken, wer dann genau ernannt wird. Das zu dieser Frage. Zur Frage NATO-Krieg, da ist, glaube ich, überhaupt nicht die Option, militärisch das zu bekämpfen. Aber ganz wichtig ist andere Sache. Ich glaube, sowohl in der Ukraine als auch in der EU gibt es ja einen Konsensus, dass Krim ist schon eine Tatsache, dass die Russen da sind. Aber wenn sie über die Landesgrenzen gehen, auf die kontinentale Ukraine gehen, das wird die Schmerzgrenze sozusagen überzogen. Nur ganz wichtig ist zu wissen, welches Instrumentarium EU dafür hat, um das zu verhindern oder beziehungsweise welche Sanktionen und so weiter. Die müssen jetzt schon vorbereitet werden und auch klar dem Herrn Putin gesagt werden. Weil sonst kann man auch die Situation haben, dass die Truppen schon über die Grenze sind und man fängt jetzt gerade an zu diskutieren, was soll da sozusagen kommen als Strafe oder als negative Reaktion. Aber militärische Option ist, glaube ich, ausgeschlossen von NATO, und auch Ukraine will ja auch keinen Krieg mit Russland führen. Und letztlich Russland will ja auch keinen Krieg führen. Es ist ein Machtspiel mit militärischen leider Kräften. Das ist ja moderne Art und Weise, Kriege zu führen, wahrscheinlich.
Und die Frage von Marie, das ist ja nicht einfach, aber andererseits, ich sehe im Moment keine richtig Voraussetzungen von unten für einen ethnischen Konflikt in der Ukraine. Ich sehe keinen Konflikt zwischen Russen und Ukrainer. Tataren und Russen, glaube ich, ethnisch gesehen gibt es da auch keinen Konflikt. Das wird jetzt aufgeheizt von Politik von oben. Inwieweit das dann zu Folgen führen kann, werden wir sehen. Hoffentlich werden wir nicht sehen, würde ich so sagen. Auch diese Kreuze da auf Häusern von Tataren, ich hoffe, dass es auch erstmal Emotionen sind und dass es gar nicht dazu kommt. Denn auf der Krim gab es ja auch keine angespannte ethnische Situation und hoffentlich wird es auch so sein. Ich weiß ja nicht, welche Instrumente die dafür geeignet sind. Aber warum werden dann diese Häuser gekennzeichnet? Ich habe einmal angefangen, eine fotografische Arbeit über Krim-Tataren zu machen. Also ich werde sie vielleicht jetzt weitermachen sollen. Also ich denke, ich werde jetzt sie machen. Krim-Tataren leben in einer sehr angestrengten Situation, schon jahrelang, wirklich. Sie spüren, dass sie ungerecht, also sie wisst, es gibt eine tragische Geschichte. Also die Geschichte von Krim-Tataren ist sehr tragisch. Es geht um Deportation und dann, nachdem es erlaubt wurde, den Krim-Tataren zurückzukehren, sie sind zurückgekehrt wieder in einen Ort, wo niemand auf sie wartete. Deportation war ein Riesentrauma. Sie kamen in die Regionen, wo niemand sie sehen wollte und sie waren auch sehr stark beschuldigt. Krim-Tataren waren beschuldigt, dass sie mit deutschen Truppen während der Besatzung zusammengearbeitet haben und kopiert haben. Ihr werdet mir vielleicht nicht so leicht glauben, aber diese Frage bespricht man auch jetzt in jeder tatarischen Familie. Als ich in diese Familie kam, man hat mir begonnen zu sagen, aber wir haben nicht mitgearbeitet damals, glauben Sie mir. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Darüber weiß man in der Ukraine gar nicht, was in diesen Gesellschaften abläuft, welche Diskussionen da stattfinden. Die Krim-Tataren sind überzeugt. Man denkt, dass sie wirklich schuldig sind. Und da auf der Krim die politische Situation sehr intensiv von Russland schon seit Jahren manipuliert war. Schon seit Jahren. Es beginnt nicht jetzt. Und ich weiß nicht, ob das mit deutschen Truppen, wie Lubka sagte, auf der Krim verbunden war. Oder ob Krim überhaupt strategisch, historisch von Russland symbolisch, Symbole spielen in russischer Politik eine Riesenrolle, als wichtig betrachtet wurde. Aber diese Aufheizung und Manipulierung, leichte, konfliktlose, sie fand schon jahrelang statt und Tataren fühlten sich auf Krim nicht gut, schon jahrelang. Ich wünsche Tatar ökonomisch, nicht nur ökonomisch, aber sie waren auch in latenten Konflikt mit einigen also sie fühlten sich nicht willkommen. Und russische Einwohner vor Krim hatten auch irgendwelche abergläubische Gedanken oft gegen Tataren. Nicht zufällig. Ich möchte sagen, das war von Politik aus manipuliert schon jahrelang. Und deswegen, also was für mich auf der Krim wichtig ist, diese menschenrechtliche Frage stellen, wie Sie sagten, aufklärliche Fragestellung. Wir müssen fragen, wie sich in dieser Situation einfache Einwohner von Krim fühlen werden. Krim-Tataren, auch russische Einwohner. Also Krim-Tataren fühlen sich nicht zu Russland hinzugehörend. Das muss unterstrichen werden. Also ethnisch-russische Einwohner vielleicht, aber auch nicht alle. Nicht alle, aber meiste Krim-Tataren gar nicht. Sie denken, sie seien im besten Fall Ukrainer oder ich weiß nicht. Muss man das noch untersuchen. Ah, und
Ich mache noch einen kleinen Kommentar über die Hoffnungen, Pessimismus und Aufklärung. Also meine einzelne Hoffnung, das mit Maidan verbunden ist, die wichtigste Hoffnung, liegt in der Frage der Aufklärung. Wenn Aufklärung passiert, wenn wir dieses mythologische Denken überwinden und politisch rational denken werden im ganzen Lande, dann werden langsame Veränderungen stattfinden. Ja, ich bin auch nicht so idealistisch, ich denke nicht, dass sie so schnell stattfinden werden. Vielleicht nicht 100 Tage, vielleicht Jahre. Aber wenn das passiert, wenn es nicht passiert, ja, dann werde ich sicher pessimistisch bleiben. André, an beide Andries. Die Frage, sind denn, also zu den schon gestellten Fragen im Sinn auf Übergangsregierung und neue Regierung, sind denn politische Akteure in Sicht, die diese Rationalität praktizieren können, die Genia einfordert? Wissen Sie, ich bin sehr oft, vor allem in der Ukraine, ich habe gesagt, in der Ukraine gibt es keine Rationalität in der Politik. In den letzten zwei Jahren, vor allem in Berlin, hatte ich die Möglichkeit, mit vielen Menschen zu sprechen, die aus Libanon, aus Israel kommen, aus afrikanischen Ländern kommen. Da habe ich verstanden, das ist unsere osteuropäische Illusion. Alle Probleme werden rational gelöst. Das ist ein schwieriger Gedanke. Dafür habe ich keine Zeit, um das hier zu entwickeln. Wir setzen uns alle an einen Tisch. Wir gießen Kaffee an die Krimtataren, an die Russen, an alle ein. Wir sprechen drüber und das Problem ist vom Tisch. Das ist eine Illusion. Die Politik und vor allem in der Ukraine stützt auf die Stereotypen, auf Emotionen, auf das historische Gedächtnis. Selbstverständlich bei den Krimtataren und Nicht-Tataren, die waren 1944 deportiert für den kollektiven Verrat des Vaterlandes. Und also dieses Verstehen ist bei allen unterschiedlich. Ich denke, das ist nicht der Fall, wo man sagt, man ist optimistisch oder pessimistisch. Nein, die sind politisch nicht analysierbar. Ich zweifle daran, dass die Rationalität uns von all den Problemen rettet. Und das ist ein Konflikt, das keinem gerecht wird. Also hier machen wir einen Schnitt. Und Marie-Louise gesagt hat, das ist nun mal sehr wichtig, dass wir nicht jugoslawisches Szenario wiederholen. Der Vergleich der Ukraine mit Jugoslawien muss sehr vorsichtig vollzogen werden. Da hatten wir föderalen Staat und die Grenzen der Republiken lagen nicht immer an den geschichtlichen und ethnischen Grenzen. Jedoch waren sie mehr oder weniger verbunden. Und wir sprechen über eine politische Föderation von verschiedenen gesetzlich gebildeten Einheiten. In der Ukraine ist es nun anders. In der Ukraine ist es eine schwierige Konfiguration in einem unitären, in einem einheitlichen Staat. Nur Krim ist eine autonome Republik. Hier leben zusammen und konkurrieren verschiedene Verständnisse davon, was ist Ukrainität, ukrainische Identität. Wenn es einfacher wäre, es gibt Osten und da gibt es Russen und sie wollen
nach Russland. Und da ist Westen, da sind alle Ukrainer, die möchten alle Bandera, sie möchten alle nach Europa. Nein, dann hätten wir ein tschechoslowakisches Modell. Das ist friedliche Aufteilung in Tschechien und Slowakei. Ukraine ist es nicht Jugoslawien, das ist nicht Tschechoslowakei. Nein, die Grenzen sind anders. Es gibt sprachliche Grenze und das ist nicht die Grenze zwischen verschiedenen Gebieten, sondern das sind die Grenzen zwischen Staat und Dorf. In Dnipropetrovsk, in der Stadt, gibt es eine Sprache, auf dem Land eine andere Sprache. Man kann so nicht sagen, das ist hier Tschechien, das ist hier Slowakei. Wenn wir Galizien nehmen, da gibt es verschiedene Konfessionen. Drei. Es gibt drei orthodoxe Kirchen und eine griechisch-katholische, eine katholische und so weiter. Das ist kein Modell. Das gibt es Bosnien, das gibt es Serben. Nein. Ein der schwierigsten, furchtbarsten Fehler, der von Putin begangen wird und Analytiker im Westen, liegt darin, dass sie die ukrainische Situation an das jugoslawische Modell einfach anpassen. Wenn es zu Militärkonflikten kommt, es gibt schon Vorzeichen dafür, es wird kein Konflikt zwischen Ukrainer und Russen sein, zwischen den Orthodoxen und Nicht-Orthodoxen sein, zwischen Anhängern der Partei der Region und einer anderen Partei. Nein, das wird Krieg jeden gegen jeden sein, wie 1917. Das wird nicht Jugoslawien sein. Kurz möchte ich Jugoslawien kommentieren. Wenn man über Bosnien spricht, in Bosnien war die muslimische Bevölkerung eher in den Städten und deshalb gab es diese ethnischen Säuberungen in Srebrenica. Aber ich teile die Meinung, dass es überhaupt nicht so aussieht bei uns. Und die meisten Ukrainer, die wissen nicht, wie soll dieses Modell aussehen, für was sollen sie kämpfen. Wenn man kämpft, dann muss man ein Ideal haben. Und so ein Ideal existiert momentan nicht. Das heißt, diejenigen, die wehrpflichtig sind, das ist schon möglich, aber die anderen normalen Menschen, die werden das nicht machen. Ich möchte dazu aufrufen, die Realität zu analysieren. Die Krim wird so oder anders ein grauer Fleck werden. Geht es zu Russland oder nicht, wird es anerkannt oder nicht, da entsteht oder beginnt eine tiefe Krise. Ich glaube, das ist schon ziemlich klar, ob dort die Wahlen des Präsidenten stattfinden oder nicht, das ist egal. Dieses Territorium, das ist ein grauer Fleck, dort wird manipuliert, man wird einfach wissen, es ist klar, Putin wird jetzt seine Truppen nicht zurückziehen, weil er nie dann in Russland Wahlen gewinnen wird. Das würde bedeuten für ihn, er ist auf die Knie gezwungen worden und er hat verloren. Das bedeutet, er wird einfach dort bleiben. Das muss man einfach akzeptieren, so ist die Realität und man muss darüber sprechen und nicht darüber, nehmen wir das jetzt so an oder nicht. Das ist einfach so. Anderes Problem, die Ukraine hat keine Atomwaffen mehr und Iran, Syrien oder Korea, jedes Land, das Atomwaffen hat oder vielleicht schaffen möchte, haben alle Gründe dafür, das zu machen. Sie haben rechtliche Grundlagen dafür, weil wenn du die Atomwaffen nicht mehr besitzt, dann hast du keinen Schutz. Niemand schützt dich. Ne? Die Garantien für ukrainische Sicherheit, Großbritannien, andere Länder, die dieses Abkommen unterschrieben haben, Memorandum,
die sollten eigentlich der Ukraine ihre territoriale Integrität garantieren. Das ist ein wichtiges Beispiel für Geschichte. Ein Land verzichtet auf ihre Atomwaffen. Jetzt kann Iran sagen, okay, also wenn wir keine Atombombe haben, dann was soll das? Also wer garantiert uns dann unsere Sicherheit? Weil das funktioniert alles überhaupt nicht mehr. Das stellt eine große Frage vor der ganzen Welt. Wie soll man darauf reagieren? Was macht man mit Russland? Natürlich, es werden bestimmte Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Die Frage ist, wie die russische Gesellschaft darauf reagiert. Unterstützt diese Gesellschaft den Putin weiterhin oder vielleicht doch? Stehen wir an der Schwelle zum neuen Kalten Krieg? Also sollen wir uns mit den westlichen Zivilisationen vereinigen? Es gibt Gefahr von China oder von Russland. Können wir oder sollen wir hier in Europa wieder eine Grenze aufbauen? Was wir jetzt machen können für die Ukraine, außer dass man Kredite einfach zur Verfügung steht. Also man kennt die ukrainische Korruption. Man soll nicht alles, das ganze Geld der Regierung geben, sondern vielleicht 20% der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellen. Viele Stipendien für Studenten, sie sollen studieren. Visa sollen abgeschafft werden für Studenten, für Wissenschaftler. Das ist sehr effektiv. Das ist eine sehr effektive Reform für die Ukraine. Viel effektiver als Unterstützung der Regierung, irgendwelche Kohlebergwerke, Beförderungen. Weil dieser Mensch fährt in den Westen, studiert, dann kommt er zurück oder auch nicht. Aber man muss die Gesellschaft unterstützen, die jetzt schon nicht nur der Russland gegenübersteht, sondern auch dem Autoritarismus in Europa. Danke. Letzte Runde. Ich würde jetzt noch 5 Wortmeldungen aufnehmen. Ich habe als erste Uta Gerland und dann Sie hier vorne und dann hinten dran. Und dann noch 2 Wortmeldungen auf der Seite. Einmal hier und einmal hier vorne. Bitte schön, Uta Gerland. Hat sich erledigt. Gut, dann bitte ich die Dame zunächst hier vorne. Ich versuche ganz kurz, ich möchte ein bisschen über... Kurz vor. Also ich heiße Maria Iwanicka. Ja, also nur über konkrete Leute 2 Worte sagen und ich schließe mich Herrn Rostek an und sage, also Deutschland hat sich bereit erklärt, 40 schwer verletzt auf Maidan. Also hier behandeln zu lassen und heute sind 27 Personen gekommen und sind schon also in einigen Krankenhäusern in Berlin. Und also Deutschland gibt die Möglichkeit, ja, die Leute zu behandeln. Ja, dafür bezahlen einige, sagen wir so, Oligarchen aus der Ukraine, aber diese Leute brauchen auch Unterstützung. Deutsche Ärzte sagen, dass für einige es bis zu einem Jahr dauern kann, dass sie eine so lange Rehabilitationsperiode haben sollen. Und es gibt in Berlin jetzt so eine Organisation, Euromaidan-Wache, ja, also Ukrainer, die auch diese Demos organisiert haben, die sie jetzt als Volunteure erklärt haben, also diese Verletzte zu unterstützen. Und dann bitte ich auch ja die Anwesenden, wenn sie irgendwelche Möglichkeit haben, ja jetzt oder auch in der Zukunft, das wird lange dauern, die Leute, die schwer Verletzten zu unterstützen, die zum Beispiel heute schon in Berlin sind, oder auch Familien von Erschossenen, die in der Ukraine geblieben sind. Ja, das sind auch Familien mit 5 Kindern, mit 3 Kindern. Ja, bitte melden Sie sich. Es gibt ein Dokumentartheater in Berlin, ja, wo ständig Spendenaufruf erklärt wird. Es gibt ja Euromaidan-Wache, auch hier in Böll-Stiftung. Ja, unten können Sie sehen, stationiert. Es gibt Vertreter von dieser Euromaidan-Wache. Und bitte leiten Sie auch die Information weiter. Ja, es gibt ja einfach die Leute, die also nicht unbedingt Geld brauchen, sondern auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Unterstützung. Ja, danke. Gut, danke. Horst Mahnke von Bündnis 90 Die Grünen. Meine Frage geht an Frau Belorussets und Herrn Ljubka.
Sie haben sehr schön beschrieben, dass die Bewegung des Euromaidan eine emanzipatorische Bewegung ist. Sie haben gesagt, dass die Menschen aus dem gesamten Volk kommen und ihre Motivation beschrieben. Sie haben gesagt, man sei zusammengekommen und hätte politisch geredet. Trotz widriger Umstände und Armut sei man glücklich gewesen, hätte den Alltag aufgegeben und am Ende auch das Leben, um Veränderung zu erreichen. Diese Dinge, da kommt Sehnsucht auf, die nicht nur in der Ukraine möglicherweise ihren Platz hat. Das können andere Leute, andere emanzipatorische Bewegungen und die Menschen, die die tragen, an anderer Stelle der Erde möglicherweise verstehen. In diese Richtung geht meine Frage. Glauben Sie, dass diese Bewegung eine auf die Ukraine begrenzte Bewegung ist oder dass sie Teil einer globalen emanzipatorischen Bewegung ist? Wir haben diese Bewegung ja durchaus auch an anderen Stellen, auch bei uns in Europa, auch in Deutschland beobachten wir das. Könnte ich jetzt eine Reihe von Beispielen nennen. Deswegen die Frage, ist das eine lokale Geschichte oder eine globale Geschichte? Vielen Dank. Jetzt gibt es eine direkte Reaktion dazu. Wenn sie kurz bleibt, nehme ich sie noch dazu. Bitte schön. Guten Tag, mein Name ist Luisa Schweizer. Ich bin Vorsitzende von European Alternatives in Berlin. Ich ziele in eine ganz ähnliche Richtung, deswegen muss ich hier ganz kurz einhaken. Ich fand diese Geschichte, ich bin auch noch nebenher Protestforscherin, deswegen bin ich in diesem Feld so ein bisschen drin. Ich fand diese Geschichte der Mythen sehr, sehr spannend und glaube, in dieser beschriebenen Situation von Jupka, das ist ein Phänomen, was wir durchaus innerhalb der letzten 5 Jahre doch an vielen Orten in Europa erlebt haben und auch genau diese beschriebene Situation. Wir leben sozusagen in einer Gesellschaft, die davor nicht möglich war. Das heißt, es gibt einen Putzdienst, es wird gekocht. Man hat irgendwie ein ganz anderes Gefühl von Zusammenleben. Das hat in vielen Fällen leider nicht funktioniert. Ich glaube, was hier passiert im Moment, ist eigentlich auch wieder ein Mythos, aber ein sehr existenzieller für die Bewegung. Meine Frage ist, ich kenne das wie gesagt aus europäischer Perspektive, welche Aufgabe wird jetzt an die Zivilgesellschaft gestellt? Das heißt, wie kann diese Energie, die hier freigesetzt worden ist, tatsächlich weiterleben? Also ist diese rationale Lösung, von der wir sprachen, von Neuwahlen, ist es damit getan oder brauchen wir eigentlich was viel, viel mehr, was wirklich von unten kommt? Dankeschön. Jetzt bitte Sie, dann Enke Maas und noch Ralf. Der Herr dort hinten, bitte. Entschuldigung, ich hatte den Herrn dort hinten gebeten. Den Herrn dort hinten. Ja, ja, postarajuся dużo krótko. Ich versuche ganz kurz. Ich komme aus Lemberg, aus der Westukraine. Die letzten 4 Monate habe ich hier verbracht. Das heißt, ich habe das beobachtet von dieser Seite der Grenze, die undurchsichtig ist bis heute. Mir scheint wichtig, Folgendes zu sagen. Die Revolution ist nicht zu Ende. Vielleicht die erste Phase ist zu Ende, aber dieser Wandel, Machtwandel, der stattgefunden hat, das ist nur der erste Schritt, weil es ist nicht nur wichtig, die Menschen zu wechseln, wichtig, die Struktur der Macht zu verändern. Wie gut und positiv nicht die neuen Menschen wären, bleibt immer diese Gefahr da, das System kann weiterhin so funktionieren, wie es gewohnt ist. Das heißt, immer mehr Diktatur und so weiter. Wenn wir über diese Übergangsregierung sprechen, wichtig sozusagen festzuhalten, die einen gehen, die anderen kommen. Diese Regierung hat eine Aufgabe. Und wenn es ihm gelingt, das System ein bisschen zu verändern, das ist schon ganz gut. Die Menschen vom Maidan, die nicht eine politische Kraft repräsentieren, müssen Minister werden. Es ist wichtig, dass diese Menschen die Kontrolle haben über Minister, dass sie sozusagen einen direkten Draht zu diesen Menschen in der Regierung bekommen. Die Entwicklung dieser Komponente ist sehr wichtig. Wenn wir darüber sprechen, Maidan geht nicht nach Hause, heißt es nicht, dass die Menschen weiterhin auf dem Platz ausharren. Das ist eine Sackgasse. Man muss neue Formen finden, wie man die Macht kontrolliert. Und ganz kurz noch zwei Sachen oder zweite Sache.
das, was auch ganz wichtig ist für mich, wir versuchen oft, die Situation zu beschreiben, neue Situationen mit alten Vorstellungen. Ich möchte mich heute bei den Organisatoren hier bedanken und auch bei den Herausgebern. Ich glaube, das ist ein Beginn von einer Diskussion über ganz neue Sachen. Wir haben alte Termini sehr oft. Auch wenn wir über die Rechten, Linken sprechen, diese Worte sind leer, weil sie ganz andere Realität innehaben. Und noch, noch was, rhetorische Frage. Wir sprechen, wie können wir auf bestimmte Dinge reagieren, auf bestimmte Ereignisse reagieren? Also man soll das ein bisschen anders stellen. Also was kann man machen, nicht als Antwort auf etwas, was schon geschehen ist, sondern der Schritt zuvor. Hier muss das Ratio mit unseren mythologischen Vorstellungen zusammenarbeiten. Ich benutze das Wort Mythologie nicht, wenn die Lemberger sagen, dass sie an einem Tage alle Russisch sprechen, damit die Leute im Osten verstehen, dass es keine Übergang gibt. Das ist auch eine Art Mythologie. Es gibt hier etwas Positives, etwas Negatives, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber wir können nicht sagen, dass wir die eine Mythologie loswerden und dann nur sozusagen das Ratio haben, das geht nicht. Und die russischen Truppen auf der Krim, das ist das Ergebnis, dass man dort schon anders gearbeitet hat. Also dieses Territorium wurde schon vor langer Zeit sozusagen erobert auf der mythologischen Ebene. Politologe, mir würde eine Frage stellen. Zwar vor ein paar Wochen kursiert schon in deutschen Medien die Idee, die aus Russland kommt, es geht um sogenannte ukrainische Föderation. Und das wurde auch von vielen so deutschen sogenannten Experten auch begrüßt und sowas. Und was denkt eigentlich die ukrainische Gesellschaft und denkt, also, findet nicht, dass große Gefahr ist für spätere Legitimation vor Zerteilung von Ukraine? Und zweite allgemein, das ist keine Frage, zu Herr Lubka, will ich einfach Ihnen sagen, dass wenn vor Russland, vor Putin ist wichtig, nicht Krim, sondern einfach ganze Ukraine, und wenn Sie auch Krim schenken und auch Ostukraine, da wird sein Appetit noch größer werden. Und Ziel von Ukraine, vor Putin ist das Verhinderung, dass Ukraine, ganz Ukraine zur Westen geht. Ja, vielen Dank. Diese These hat auch Andriy Portnov schon vertreten. Kommen wir hier zu einer Schlussrunde. Bitte schön. Ja, Eckhard Maas, Deutsch-Kaukasische Gesellschaft. Ich möchte auf die Frage von Wolfgang Teplin eingehen, warum so wenige Menschen doch beunruhigt sind von den Vorgängen, gerade was die Krim jetzt angeht. Und muss einfach konstatieren, weil ich war auch auf diesen Demos und versuche auch die Leute aufzuklären und dazu zu gewinnen. Und es scheint so, dass es noch nicht in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist, dass Osteuropa mit zu Europa gehört und eine große Bedeutung für Europa hat. Und die Leute sagen, also das ist uns ja egal, ob nun die Krim zu Russland gehört, da sie früher schon mal dazu gehört oder zur Ukraine gehört. Wenn da mehr Russen leben als andere, was interessiert uns das? Wir sind viel mehr beunruhigt darüber, dass diese Reaktion jetzt auf Russland, also unsere Situation hier, stark beeinflusst werden, dass wir Wirtschaftseinbußen haben und so weiter. Und wenn man dann mit der Frage der Menschenrechte kommt oder des Völkerrechts, da sagen, ja, das hat damals auch niemanden interessiert, dass Russland in Tschetschenien das Land in Schutt und Asche gelegt hat und Verbrechen verübt hat, die denen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg nicht nachstanden. Das hat auch damals niemanden interessiert. Ich danke jedenfalls der Böll-Stiftung, dass sie immer wieder mit so tollen Veranstaltungen wie heute, also den Blick auf Osteuropa, lenkt, denn es hat, denke ich, für ein zusammenwachsendes Europa eine immense Bedeutung, was dort in der Ukraine jetzt vorgeht. Ich habe nur einen Kommentar gegeben, keine Frage.
Dankeschön. Ich wollte genau zu der Frage, die Ecke Maas schon aufgegriffen hat, noch etwas sagen. Warum gibt es nicht mehr Solidarität, nicht mehr Empathie für die Ukraine? Ich glaube, darauf gibt es vor allem zwei Antworten. Das eine, es gibt eine große Scheu vor einem Konflikt mit Russland. Dafür gibt es auch gute Gründe und dafür gibt es weniger gute Gründe. Es gibt zum Beispiel ein großes Verständnis für den postimperialen Amputationsschmerz Putins. Also ein Verständnis dafür, dass eigentlich die ehemaligen Sowjetrepubliken auf ewig zur Einflusssphäre Russlands gehören sollten. Es gibt aber auch, glaube ich, ein mangelndes Verständnis dafür, worum es in der Ukraine heute geht und dass das unsere Sache ist und nicht nur die Sache der Ukrainerinnen und Ukrainer. Dass es um die Gefahr geht einer neuen Spaltung Europas zwischen einem autoritären und einem demokratischen Lager. Dass es um die Gefahr, wovon Marie-Louise Beck gesprochen hat, einer Reethnisierung der Politik geht, also um eine neue Grenzziehung entlang ethnischer Linien. Und wenn wir die Einheit der Ukraine, die territoriale Einheit und Integrität der Ukraine verteidigen, dann verteidigen wir auch das Prinzip multiethnischer und multikultureller Staaten. Dann verteidigen wir auch einen modernen, einen politischen Begriff von Nation gegen einen völkischen Begriff von Nation. Und das ist eine Bedrohung für ganz Europa, so wie das damals, darum diese historische Analogie, eben im zerfallenden Jugoslawien der Fall war, wo auch viele nicht verstanden haben, dass in Sarajevo die europäischen Werte verteidigt werden. Und das Letzte ist, dass so eine geschürte Konfusion besteht eben über den Charakter des Euromaidan. Ja, und dass wir mit aller Kraft gegen diese Bilder anarbeiten müssen, dass das im Kern eine ultranationalistische und kryptofaschistische Bewegung war oder ist. Auch wenn es solche Kräfte gibt auf dem Maidan und in der Ukraine, dass sie aber nicht den Charakter dieser Bewegung prägen, sondern dass es im Kern um eine Freiheitsbewegung geht. Und es fehlt uns oft der Sinn für die Freiheit. Und darum ist eben dieses Buch und sind solche Veranstaltungen so ungeheuer wichtig. Wir müssen mehr authentische Stimmen aus der Ukraine, aus der Zivilgesellschaft der Ukraine in die Bundesrepublik und nach Europa bringen, damit wir mehr Empathie und Solidarität für diese Bewegung schaffen können. So, liebe Gäste hier vorne, es gab zwei oder drei Fragen noch aus der letzten Runde. Die Frage, ist es eigentlich bei der Emanzipation lokal oder global, ich weiß gar nicht, ob das Wort oder hier so richtig ist, die Frage nach der Rolle von Zivilgesellschaft, der zukünftigen Rolle des Maidan und überhaupt die Möglichkeit, einfach nochmal Stellung zu nehmen. Ein kleiner Abschluss. Gina, willst du anfangen? Ladies first. Eigentlich sehr vieles wurde schon gesagt und ich solidarisiere mich mit den letzten Aussagen, letzte Aussage und ja, global oder lokal. Ich würde sagen, dass heutzutage alle Proteste werden durch Medien und durch Bildersprache internationalisiert sehr stark. Und in diesem ja, unter diesem Blickpunkt ist das vielleicht ein Teil des globalen Protestbewegung. Ukrainische Situation ist aber sehr spezifisch und deswegen gibt es so viele Missverständnisse im Laufe dieser Übersetzungen, dass es doch ein lokaler Phänomen bleibt. Und deswegen, man muss auch eine Bemühung machen, um dieses Phänomen zu verstehen. Es ist mit einem Land verbunden, der eine besondere Geschichte hat und das läuft
ganz anders als hier. Also das, was in Ukraine passiert, konnte in Deutschland heutzutage gar nicht passieren. Die Situation ist anders. Deswegen muss man sehr aufmerksam sein, wenn man die Worte hört, die diese Bewegung beschreiben. Zum Beispiel wirklich Nationalismus oder nationale Idee und dann rechte Bewegung. Bei der Übersetzung im deutschen Kontext entstehen nur Missverständnisse. Und ja, was, also ich denke, die letzte Runde, es muss wirklich um etwas anderes gehen. Wir müssen etwas Positives sagen letztendlich. Es wurde viel über Rationalität gesprochen. Ich denke aber, Aufklärung bedeutet nicht, dass alle Mythen abgebaut werden. Sie stört den Mythen nicht. Und ich setze doch meine Hoffnungen darauf. Und ich denke, was diese Bewegung wirklich gebracht hat, die Menschen auf Maidan, so unterschiedlich sie auch sind, sie wollen auch weg von diesem Gefängnis des symbolischen Denkens. Sie wollen raus und wollen in eine neue Realität. Und meine Hoffnung besteht darin, dass dieser Wille nicht so einfach auch mit allen möglichen politischen Technologien nicht so einfach man loswerden kann. Der wird auch irgendwie, aber doch verwirklicht, weiter und weiter, mehr und mehr. Ich wollte eigentlich zwei Fragen jetzt aufgreifen. Einmal die Frage nach Föderalismus, ob das eine Option wäre. Ich glaube nicht, dass das eine Option wäre. Das ist eine politische Technologie, ich würde sagen fast eine Provokation, denn es gibt ja keinen ethnischen Konflikt in der Ukraine. Vielleicht, Krim ist wirklich kleine Ausnahme und da stimme ich zu. Aber in der Gesamtukraine gibt es keine ethnischen Konflikte. Auch Sprachenauseinandersetzung ist zum großen Teil künstlich politisch gesteuert und so weiter. Deswegen ist es auch sehr wichtig, für die Einheit der Ukraine zu kämpfen. Es ist ein Paradox. Herr Putin erzählt, dass in der Ukraine Antisemiten, Faschisten, Nationalisten an die Macht gekommen sind. De facto, die Teilung der Ukraine wird eher die Rechten und die Nationalisten stärken, weil dann haben wir diese West, Ost, Süd, Krim und dann jede ethnische Gruppe bekommt ja eigene sozusagen Ukraine und das wird da eher gestärkt, dieser ethnisches Nationalismus. Die Einheit der Ukraine wird ja aber stärken, das, was wir alle mögen, also ich sprach für mich und für Kollegen zum großen Teil, dass das einheitliche Ukraine wird ja dieses Frieden, ethnisches Frieden und ethnisches und gutes Zusammenleben fördern. Deswegen ist ja sehr wichtig, dieser Föderalismus als Option eigentlich nicht wirklich akzeptieren. Allerdings natürlich, dieses Konzept gründet sich auf einem klaren Bedürfnis, das tatsächlich gibt. Ukraine als Staat ist sehr zentralistisch aufgebaut. Fast alle Entscheidungen fallen in Kiew und Regionen haben wenig zu sagen. Das ist nicht gut. Das ist eine der Aufgaben, die tatsächlich vor der neuen Regierung steht. Dezentralisierung, Deregulierung, Demonopolisierung. Aber nicht zu verwechseln mit dieser Diskussion über Föderalismus. Das ist völlig was anderes. Und das ist auch sehr gefährlich. Zwei Worte möchte ich sagen zu dieser sehr wichtigen Frage, sehr wichtigen für uns als für die Stiftung. Wie kanalisiert man diese unglaubliche Energie, die jetzt auf Maidan entstanden ist, auf sozusagen normales politischer Alltag oder nicht politischer, einfach Alltag der Ukraine. Es ist wirklich eine schwere Frage. Meine persönliche Antwort ist dafür, man muss jetzt weiter Möglichkeiten geben oder die Leute, die auf Maidan waren, müssen ja dieses Wir-Gefühl weiter stärken. Dieser Gemeinde zusammen zu sein, über wichtige Sachen zusammenreden und auch von
kleinen Sachen anfangen, wie man ein eigenes Haus selbst verwaltet, wie man lokale Projekte organisiert, wie man für Gemeinwohl was tut, ehrenamtlich. Das ist so Basissachen. Sie klingen vielleicht für Deutschland so ein bisschen naiv, aber das ist ja unglaublich wichtig, denn Ukraine hatte bis jetzt ziemlich wenig solche Erfahrung. Die Gesellschaft ist eher automatisiert und jetzt ist guter und günstiger Moment, gerade in diese Richtung zu gehen. Danke. Ich möchte vor allem den Herrn Michael vielleicht antworten, Sie haben recht. Ich bin ukrainischer Patriot und ich wünsche mir auch, dass die Ukraine auch die Krim hat, dass wir Zugang zum Meer haben, dass wir auf die Krim fahren können, dass wir Bachtschisserei besichtigen können. Ich bin dafür. Glauben Sie nicht, dass ich dagegen bin. Aber nachdem Putin in Georgien einmarschiert ist, war klar für uns, dass er nicht Halt macht. Also das heißt, dass er auch hier so sich verhält. Ich verstehe das alles, dass er Kiew haben möchte. Also die nächsten 10 Jahre ist Krim, wie ich schon sagte, so ein grauer Fleck. Die Leute, die Bewohner der Krim, die werden schon verstehen, dass es nicht besser geworden ist. Das Leben ist nicht besser geworden. Sie leben in einer bestimmten Isolation. Und auch wenn man wie in Sochi jeweils 2 Kloschüssel in einem Klo installiert, wie das in Sochi war, das wird das Leben nicht besser machen. Und die Krim ist dann auch wichtig vielleicht für andere prorussischen Regionen, weil Sie werden sehen, da sind keine goldenen Paläste entstanden. Mein Message ist, wir sollen die reale Politik einschätzen. Auf der Krim werden nicht mal ukrainische Sender ausgestrahlt. Die Ukraine hat keine Kontrolle über die Halbinsel, deshalb bitte schauen, wir sollen das ganz rational betrachten und versuchen, das aufzubewahren, was wir haben. Obwohl ich auch dafür bin, dass die Krim zur Ukraine gehört. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt ständig diese politischen Gespräche führen, ist Krim ukrainisch oder nicht. Also das spricht oder das beredet Putin, Merkel und Obama, aber nicht ich und auch nicht mal der Premierminister von meinem Land. Und über das Rationale und was bekommt die Ukraine am Ende, das wäre dann auch Antwort auf eine Frage jetzt aus dem Publikum von den Grünen über die Natur dieser Proteste. Ich spreche wie ein Dichter. Das Wichtigste für mich, die Revolution hat eine Seele, es gibt einen Geist. Es gab ein Beispiel, ein Metrofahrer, sein Gehalt ist 200-250 Euro. Während Maidan-Proteste, es wurde gesagt, die U-Bahn kann ja nicht fahren, weil es angeblich ein Minen gibt in der U-Bahn. Dieser Fahrer, der hat dann gesagt, das stimmt nicht, also laut gesagt, und die Fahrgäste haben das gehört. Er hat gesagt, dass wir werden angelogen, wir können nicht aussteigen in Chreschtschatyk oder Maidan. Dieser Mensch hat dieses Abkommen mit der EU nicht gelesen, da bin ich mir sicher. Und er wird nichts bekommen von diesem Abkommen auch in der Zukunft und auch von dem Sieg dieser Revolution. Ich habe versucht, seinen Namen zu finden, aber das war nicht möglich. Er ist sozusagen inkognito geblieben. Das war nur eine Zeile in den Nachrichten, dass ein Fahrer in der U-Bahn sowas gesagt hat. Er wurde entlassen und das wurde einfach vergessen. Wofür hat er gekämpft überhaupt? Wenn wir eine Batterie nehmen und wegschmeißen, aber nicht in einen Teich, sondern eben in einen Container, das ist schon diese Veränderung des Bewusstseins. China verbrannt Tonnen von Chemieabfällen.
Wichtig ist der Geist, die Idee, dass du etwas verändern kannst. Das ist das Wesen des Menschen. Und dieser Geist, diese Seele der Revolution, dass wir etwas bewegen können, auch wenn wir nichts dafür haben werden. Also niemand wird uns nachher mit 100 Euro auszeichnen. Also dieser Geist ist europäisch. In der Ukraine sagt man oft von Antoine Saint-Exupéry, wir sind verantwortlich dafür, die wir der Westen hat uns diesen Beispiel gegeben, der Multikularität, das ist Ökologie, Pazifismus, Leben ohne Krieg. Der Westen ist verantwortlich für diese Bewegung, auch in der Ukraine. Das ist auch der Sinn der Solidarität. Sehr, sehr dankbar für diese Einladung und für diese Möglichkeit, auch meine Freunde hier zu treffen. Also erstens, die Situation natürlich ist sehr schwer, sehr schwer. Die Ukraine hat ihre territoriale Einheit de facto schon verloren. Und jetzt warten wir auf den Folgen. Wir spekulieren jetzt, aber wir warten auf die wirklichen Folgen. Und was auch ganz wichtig ist, die ökonomische Krise sehr, sehr, sehr stark ist. Und ich würde sagen, diese Situation, diese ökonomische Situation, die ökonomische Krise ist Herausforderung Nummer eins für unsere neue Regierung. Und ich warte auch auf eine Ideen, was kann man da tun und welche Reformen, welche Strategien brauchen wir da. Zweitens, nochmal, dieser Krieg, diese Situation in der Ukraine hat eine sehr, sehr, sehr wichtige internationale Bedeutung. Es geht nicht nur um die Ukraine, nochmal, es geht über Europa und die ganze Welt. Und das, glaube ich, müssen wir ganz klar uns verstehen und bemerken. Und drittens, natürlich, die Ukraine braucht mehr Empathie, auf jeden Fall, mehr Empathie aus Deutschland und nicht nur. Und vielleicht jetzt zitiere ich ganz kurz Rainer Maria Rilke. Ja, er hat geschrieben: Wer jetzt allein ist, also hoffentlich, dieses Mal in der Ukraine geht es nicht so. Danke. Meine Damen und Herren, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, das war ein ganz wunderbares Schlusswort, außer dem Dank an die beiden Übersetzerinnen, die eine ganz wunderbare Arbeit gemacht haben heute Abend. Wenn Sie wissen, dass die Damen, die da hinten im Kasten sitzen, gleichzeitig ungeheuer engagiert sind politisch und auch beigetragen haben zu diesem Buch, dann sollten Sie den Applaus verdoppeln, Herr Lieber. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andriy Portnov, Andrei Ljubka, Zhenia Belarusits und Kirill Savin. Und wir alle bleiben zusammen und bleiben dran.